Es ist Sonntag, der 12. Mai, 10.17 Uhr. Kadepp im Urlaubsmodus. Fadi trägt eine Sonnenbrille. Uli eine kurze Hose immerhin. Und ich mein Stimmt, wir Blumenhemd. beide. Beide in kurzen Hosen. Ja. Der Alles ab Sommer ist 18 da. Grad ist kurze Hose. Ja. Ja. Mach mal ein Gleich und dann war's es. Wir haben Haben kein wir kein Gleich. Gleich. Ach, oh. Na, dann sind wir wohl wirklich schon im Urlaubsmodus. Ja, Okay, sehr. heute kein Gerch, dafür immerhin ein Ligaverbleib. Kadepp bleibt zweitklassig. Der Club auch Ja. in einem Nebensatz. Reden wir heute erst über Fußball, oder? Ist mir egal. Fadi, wie geht's dir? Naja. So lala. Ich war auf einer Geburtstagsfeier gestern. Der Vater von Hugo, Christopher, ist Grüße 40. und Glückwunsch nachträglich. Ja. 40 geworden und es war ein großes Fest. Und es war etwas zu lange für eine Podcastaufnahme um 10.18 Uhr. Aber solidarische Grüße an Benny Wolf, der musste heute schon um 7.45 Uhr, glaube ich, in der Arbeit sein und der war noch länger als ich auf dieser Party. Also durchhalten. Ja. Wie war das mit dem Datenschutz? Ja, Grüße. Okay, der Ich habe ihn Club. nur Wasser trinken sehen, deshalb. Ja, passt es ja dann. Ja. Der Club, ihr wart im Stadion. Und Schön war's. ja, der Club hat seit der Trennung von Dieter Hecking kein Spiel mehr verloren. Den Gag habe ich mir tatsächlich gestern mehrmals verkniffen, weil er mir zu dumm war. Ja, Aber aber schön, für dass du hier, heute für gleich. heute passt es schon. Sehr gut. Super. Für hier finde Herzlichen ich, Glückwunsch. kann man ihn nehmen. Ja. Grüße. Ja. Jetzt haben wir alle, wir auch, wahrscheinlich die schlimmsten Szenarien hier an die Wand gemalt. Wochenlang schon. Wochenlang. Und jetzt macht es der Club halt wieder einfach souverän, wie man ihn Ja, kennt. super souverän, ja. Ja. Erstaunlich mühelos. Wir waren ja letzte Woche in anderen Podcasts unterwegs. Du warst bei den 11 Freunden im täglichen, wie heißt der genau? Ja, Ja. Daily Und hast Morning da Podcast. 90 Sekunden Das war schwierig, wenn man hier immer freestylen 90 dürfen. Minuten hat, um Ja. auch nur halbe Aber du These hast zu das entwickeln. super gemacht. Ja. Und ich war im Rasenfunk in der Übrigens Liga eine, Tour. um das nochmal kurz, muss ich dazwischengrätschen. Die haben tatsächlich den Club als FC Augsburg der Ja, zweiten Liga das war bezeichnet. tatsächlich der größte Also ich Skandal. wäre mein 11-Freunde-Abo, das ich immerhin seit, keine Ahnung, dass ich Ja. irgendwie einen neuen frühen 90ern habe, glaube ich, einmal kündigen. Ja. Das geht ja gar nicht. Zu Recht. So Das ist langweilig wirklich wie der die. FC Augsburg oder Ja. irgend so war die Aussage, ne? Ich glaube so. Also keine Identität wie der FC Augsburg. Nee, keiner weiß, warum der Club in der Liga bleibt und das Ja, sei wie ja. beim FC Augsburg. Also es ist Aber wirklich die übelste Beleidigung. ist es so völlig falsch? Eine noch Ja. üblere Beleidigung wäre bloß, wenn man jetzt plötzlich einen Sportvorstand bekäme, der vorher beim FC Augsburg gehabt hat. Aber auf jeden Fall, mir wurde im Rasenfunk vorgerechnet, dass der Club überhaupt auch mit 0 Punkten nicht mehr absteigen kann, weshalb ich jetzt auswärts mit Braunschweig nach Kaiserslautern fahren muss. Aber ja. Also ich war eigentlich schon cool, bevor das alles begonnen hat am Samstag. Warum ist es denn, nachdem wir jetzt die wochenlange Tristesse beschrieben haben, plötzlich so souverän gelungen? Lag es auch am Gegner, für den es an diesem sommerlichen Tag nicht mehr um allzu viel ging? Oder war es Fadis These, der gesagt hat, wenn Dieter Hecking nicht mehr im Nacken von Christian Fjell Das sitzt, stimmt, die dass habe er ich schon dann wieder wieder ganz vergessen, die sein These. Spiel aufzieht? Also es ging ja vorher für Paderborn und Kaiserslautern, ging es ja auch, Quatsch, Kaiserslautern, Karlsruhe, ging es ja auch um nichts mehr. Insofern glaube ich nicht, dass Elversberg jetzt einen Betriebsausflug gemacht hat. Ich glaube dann schon, dass nach dem 0-1, beziehungsweise spätestens nach dem 0-2, dann jetzt nicht mehr der ganz große Ehrgeiz da war, noch einmal alles reinzuschmeißen. Aber Club hat sich den Sieg schon verdient. Also man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft anders auf dem Platz ist, viel griffiger ist, auch wenn da natürlich bei weitem nicht alles gelungen ist, was sie versucht haben, aber es war schon in Phasen zumindest wieder so ein bisschen, ach, man will es ja gar nicht mal sagen, dieser Fjell-Fußball, das hat sich auch ist auch ein wenig abgedroschen inzwischen, aber war ein sehr engagierter und stellenweise auch durchaus ansehnlicher Vortrag. Ich wurde vor allem darauf aufmerksam gemacht, weil man mich ja immer auf Dinge aufmerksam machen muss, dass in der Startelf keine einzige Sommerverpflichtung von Olaf Rebbe und Dieter Hecking stand, wenn man mal Florian Flick nicht als Blick. Sommerverpflichtung Ja, betrachten wollen wir will. mal chronologisch die Ausstellung nochmal
Gerne. Heute ist mal der Tag für. Ja, Fadi sieht so aus, als würde der heute 2,5 Stunden hier durchhalten. Ganz abfahren. Ich habe mir Getränke mitgebracht. Jede Chance gehen wir jetzt durch. Unter anderem Wellness von Labertaler, unserem Haussponsor. Endless Wellness. Ja, ein köstlicher Durstlöscher für alle, die Wert auf Genuss legen. Und dann kommt's, was ich vorher nicht gelesen hatte, die starke Mischung aus Apfelessig, Grüntee und Holunderblütenextrakt. Schmeckt einzigartig, erfrischend und herrlich gut nach frischen Äpfeln. Ja, das werde ich jetzt trinken. Dazu ein Spargelkorn und Blut und die Welt ist in Ordnung. Werde ich jetzt trinken in den nächsten 74 Minuten. Das klingt wie so eine kurze Entziehungskur. Ich probiere mal. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du davon eins trinkst bis zum Ende des Podcasts, bist du wieder nüchtern. Damit kannst du dein Bart putzen. Moment. Ah, jetzt bin ich gespannt. Wir sollen ja nicht so viel trinken im Podcast. Ja, stimmt. Der Bürgermeister hat mich ermahnt, dass wir uns muten sollen, wenn wir... Also der von Gostenhofen, ja, muss man dazu sagen. Ja, von natürlich. Es gibt nur einen. Dieses Gespräch hatten Uli und ich gestern auch schon. Der Uli nennt ihn nur Bürgermeister und dadurch... Ja, vielleicht der ist Bürgermeister von Gostenhofen hat mich ermahnt, dass wir uns muten sollen, wenn wir trinken. Ich weiß auch gar nicht, wie muten geht. Also ich auch nicht. Dann bricht die Aufnahme einfach ab hier bei uns. Man muss vielleicht dazu sagen, bevor wir jetzt dann minutiös alles durchgehen, das wird heute die letzte Ausgabe der Saison, habt ihr gestern, glaube ich, im Stadion beschlossen, weil keiner mehr da ist. Weil keiner mehr da ist, außer weil mir. Alles durch ist. Und ich will keinem zumuten, einen 90-minütigen Monolog von mir anhören. Ich hätte es schon sehr schön gefunden. Ja, ich hätte den im Urlaub angehört. Ja. Vielleicht, wenn du Bock hast, einfach gehst du hier hoch und nimmst mal ein bisschen auf. Machst so einen Rezo-Rant oder so. Ja, also wobei mir eingefallen ist, dass natürlich, wenn zum Beispiel jetzt morgen ein neuer Sportvorstand vorgestellt wird, dann könnten wir uns noch überlegen. Müssten wir nochmal, ne? Aber ja, müssen tun wir gar nichts. Doch, ich glaube. Echt? Ja. Sind wir nicht vertraglich, apropos Jingle, gebunden, dass wir an allen 34 Spieltagen unseren Hauptsponsor, aber wir haben ja auch dazwischen Folgen. Das gleich mal durch Sonderfolgen aus dann. Ja, also insofern geht sich das schon aus, glaube ich. Und wenn, fürchten wir uns auch nicht vor dem Vertragsbruch. Ja, genau. Zumindest heute nicht. Das gleich mal irgendwann durch die Relegation wieder aus. Ja. Ja, genau. Also wird es heute eine Abschiedsfolge, eine Saison Zusammenfassungsfolge, eine Elversberg, hätte man ja wieder Sandhausen gesagt. Ich habe das sogar mal geschrieben, hast dann aber gerade noch gemerkt. Ich finde wirklich, dass das okay ist. Also man darf bei Elversberg, Sandhausen, Heidenheim, die darf man bunt durcheinander würfeln. Ja, bei Elversberg und Sandhausen liegt es halt auch noch an der Farbe. Also die normalerweise in Weiß spielen und das macht es bei mir im Kopf. Ich verbinde immer eher Farben als irgendwie Namen. Und welche Farbe habe ich für dich? Also heute rot-schwarz. was wird es noch alles heute? Ich kann mal einen kleinen Ausblick geben. Was passiert heute noch? Was machen die HörerInnen mal heiß? Ich glaube, ich habe mir keinerlei Notizen gemacht diesmal. Also ich starte wirklich vollkommen wie ein leeres Blatt Papier starte ich in diesem Podcast. Und am Ende wird es vollgemalt sein. Ich schaue genau, was ihr da draufschreibt. Über Can Usun könnten wir ein bisschen sprechen vielleicht. Ja, über Christian Fehl, über einen neuen Sportvorstand. Also wir haben ein paar Themen. Mhm. Sollen wir den Jingle mal jetzt vielleicht machen? Dass wir es erledigt haben. Nach 8 Minuten. Ja, bevor wir es dann vergessen. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Lohkämper, Tschammerer, Usun. Felix, Jan, Can. Kann man sich so freuen über ein Spiel? 500 miles away, what does it say? Your fucking sunny day. Er sagt, man kann. Ich freue mich auch. Felix Wenzel, vielen Dank. Mit dem Spieltagsgedicht, du kannst natürlich noch eins schreiben über den letzten Spieltag, das wird halt nur leider niemand. Keiner mehr vor. Ja, also du müsstest das mal wieder selber promoten auf den Kanälen. Ist Felix Wenzel noch irgendwo in Social Media? Nee. Er hat X vormals Twitter gelöscht und auf Instagram gibt's ihn nicht. Ja. Boah. Ja, schade eigentlich, aber ich habe ihm nochmal geschrieben, dass, wenn er wieder in Nürnberg ist, wir einen Kaffee trinken oder einen Live-Podcast aufnehmen, zwei. Im Gostenhof-Theater. Genau. Direkt, wenn er ankommt. Straight from the airport to the Gostenhof-Theater. Ja.
Okay, Ausstellung. Chronologisch jetzt. Also, drei Änderungen. Dafür. Ich nehme an, für den sportlichen Teil bin ich heute zuständig. Ja. Okay. Drei Änderungen. Zwei. Oh, warum nimmst du das an eigentlich? Einfach so mit. Weil du noch zu betrunken bist und der Verlotzer nicht im Stadion war. Das wird auch wieder verhängnisvoll. Mama, falls du das hörst, stimmt alles nicht. Ja. Ich habe das Spiel aber auch angeschaut, zumindest bis zum 3:0. Dann okay. Habe ich. Na dann. Also ich möchte dann auch die ersten die Chancen Basis durchgehen. Basis gelegt für ein profundes Gespräch. Ja. Also dann sagst du die drei Änderungen. Nee, ich weiß eine, Lo Kemper hat... Ja, das war jetzt die Überraschende von den dreien. Ich kam mit Laura Engelhardt ins Stadion. Grüße. Grüße. Und sie sah den Aufstellungsbogen und fluchte ein bisschen. Und dann fragte ich, ob das wegen Felix Lo Kemper sei, aber sie verneinte es. Es hatte einen anderen Grund, nämlich dass Hofmann nicht in der Stadt war. Was ja aber zusammenhängt, irgendwo. Ja, irgendwo hängt ja alles zusammen. Aber ja. Da ist doch schon der Folgentitel. Irgendwie hängt halt über alles zusammen. Der Butterfly-Effekt beim Club. Aber wie hat sich das irgendwie abgezeichnet? Dass, Nö, ich hatte auch Hofmann aufgestellt, weil ich dachte, er hat das eigentlich ganz ordentlich gemacht. Und Lo Kemper hat jetzt das letzte Mal gespielt am 2. Dezember. In Aue. 2023. Ach so, okay. Nee, oh Gott, was war das? Keine Ahnung. Pokal, schaut nach, 2. Pokal Dezember. Musst du doch da noch irgendwann für gewesen sein. Für den sportlichen Teil ist heute Uli zuständig. So viel Datum. Hey, ich weiß das Datum immerhin, wann das letzte Mal in der Startelf stand. Also nicht das letzte Mal gespielt, sondern das letzte Mal in der Startelf war 2. Dezember 2023. Insofern schon ein bisschen überraschend, dass er in dem Spiel jetzt wieder ausgegraben wurde, wenn man das so nennen kann. Gute Formulierung, sehr gut. Bei einem fast 30-Jährigen. Ja, das war so die, aber es hat sich ja bewährt. Das hat sich. Fortuna Düsseldorf, 0:5. Genau, Düsseldorf war das. Und die anderen Änderungen auch überraschend oder halt? Nö, Anderson war wieder auf der Bank und Hübner, der noch angeschlagen ist nach seinem Pfostentreffer, kann man das so sagen? Ich habe jetzt wirklich nachdenken müssen. Dafür war Janis Horn wieder dabei. Und jetzt muss ich selber nachdenken. Naja, Can Usun war wieder in der Startelf. Das waren die drei Wechsel. Ja, ja, und dass da Kai Sommer Verpflichtung in der Startelf stand, wie finden wir das? Wie findet denn das der für die sportliche Expertise heute zuständige? Hayashi ist ja schon in Japan. Oh, der ist ja schon weg. Joe Hangbo saß auf der Bank. Anderson ist eine Winterverpflichtung. Ja, ich will ja eigentlich nur. Ich gehe ja gerade im Geiste durch. Marquez saß auf der Bank. Gülen war gar nicht im Kader. Ja. Ich will ja bloß darauf hinaus, dass das doch ein Zeichen dafür ist, dass die Sommertransferphase dann doch wieder. Nimm das, sagt Christian Fehl. Jetzt zeige ich dir mal, wen ich hier. Ja. Nicht so geil war. Horn und Flick muss man ja streng genommen auch zu den Sommerverpflichtungen zählen. Ja, aber rein. Nein. Formell. Technisch ja, aber praktisch nicht. Aber dafür waren das ja Verpflichtungen vom letzten Jahr. Also ich hab drauf geschaut und habe jetzt gar nicht so gesehen, dass es jetzt tatsächlich kein Sommer-Arbeitszugang. Okunuki war auch nicht im Kader. Fällt mir noch auf. Ja, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, dass da kein Sommer-Neuzugang drin ist, sondern ich dachte eher so, okay, das ist jetzt die Mannschaft, und die Spieler, denen man irgendwie so zutraut, dass sie irgendwie ein bisschen mehr Bezug zu dem Verein und der Liga und alles, was es so bedeuten könnte, hat. Grüße also, an Enrico Valentini, der draußen saß. Gut, okay, These. Yannick Hoffmann, der hier seit der Jugend spielt. Chris Martenia, der seit 17 Jahren. Ja, okay, ja, du hast meine These beerdigt, um das ausgegraben wird. Erik Wegesser, der mit dem Fernbedienungsgate dazu beigetragen hat, dass... Also, ich bleib trotzdem dabei. Also so viel Vereinsliebe wie noch nie war da auf der Ersatzbank. Nein, aber das war tatsächlich Spieler vielleicht, und das hängt ja dann zusammen mit den Sommerneuzugängen, dass man vielleicht Spieler, die jetzt eben noch nicht so lange da sind, dass man denen vielleicht jetzt auch nicht ganz zugetraut hat, den, ich würde nicht sagen in erster Lage, aber ja, diesen besonderen Tag vielleicht noch mehr zu erkennen. Aber gut. Wobei Felix Lo Kemper ja auch einer ist, der den Verein,
glaube ich, weiß nicht, ob es offiziell ist, aber. Ja, jetzt haben wir dem Kolotze seine These schon komplett pulverisiert. Ja. Wirklich, da müssen wir jetzt nicht mit der auch noch weitermachen, sondern ja. Starten wir rein ins Spiel. Hä? Also die Idee mit Lowcamper. Wo warst du eigentlich gestern, Kolotze? Auf dem Geburtstag, aber der hat schon am Nachmittag begonnen, deswegen stehe ich hier kerzengerade. Ja, für deine Thesen. Ja. Dieser Apfelessig schmeckt gut. Ja. Glaube ich dir nicht. Desinfiziert. Glaube ich dir einfach nicht. Also die Idee mit Lowcamper war ja auch so, ja, dann gesagt, so schnell wieder hinter die Ketten zu kommen. Mhm. Das ist ja immer die Idee irgendwie. Also was finde ich halt sofort auffällig war, dass es gleich richtig spielerisch schön aussah, nur dass die Präzision halt eine Zeit lang noch total gefehlt hat. Also dass man erkennen konnte, dass schnell... Ein Goller-Pass halt dann, der dann halt wieder mal nett dorthin kommt. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, meine ersten Notizen waren 4. Lowcamper, 5. Schleimer, 7. Goller. Das waren alles Momente, wo die Präzision gefehlt hat, so sei es im Dribbling, sei es bei der Flanke, sei es im Abschluss. Aber man hat irgendwie, finde ich, sofort erkennen können, okay, man versucht wieder irgendwie schneller nach vorne zu spielen, direkter, gutes Passspiel, nur halt eben. Es hängt halt, das hat man auch wieder gesehen, es hängt halt wahnsinnig viel dran, ob ein Can Usun Bock hat oder nicht. Und gestern hatte ich mal das Gefühl, er hat nochmal Bock. Auf die Offensive. In der ersten Halbzeit hat mir Christian Felder dabei beobachten können, wie er wieder versucht hat, Can Usun von den Vorzügen der Defensivarbeit zu überzeugen. Das ist aber das alte Thema, aber letztlich waren es ja seine offensiven Ideen, die das Spiel dann auch geprägt haben. Der wusste halt, ich muss mich schonen für diese Momente nach vorne. Ja. Der weiß halt, dass beides noch nicht ganz geht. Vielleicht also das 1-0. Der ist ja auch erst hervorragend. Ja, ich glaube 14. Eingeleitet. Ne? Mit dem Pass auf Lowcamper, erst vorher Doppelpass, dann der Pass auf Lowcamper, dann das 3-0 selber gemacht. Also er hat dem Spiel wieder seinen Stempel aufgedrückt. Ja, es war nochmal eine große Can Usun Abschiedsshow aus Nürnberg. Ja, und jetzt spielt er nicht mehr für den ersten FC Nürnberg, weil er gesperrt fehlt in Hamburg. Hat er auch clever gemacht. Ich habe versucht, Christian Fehl nach dem Spiel zu einer Lobeshymne auf Can Usun zu verleiten, das ist ordentlich in die Hose gegangen. Er wünscht dem Spieler viel Glück auf seinem weiteren Weg. War mehr oder weniger alles, was er auch auf Nachfrage über Can Usun sagen wollte. Er ist dann noch in Streit geraten mit anderen Kollegen, die meinten, ohne Can Usun wäre der erste FC Nürnberg abgestiegen und ob er Spieler des Spiels war. Mann des Spiels. Beides verneinte Christian Fehl einigermaßen. War ziemlich coole Stimmung dann nach der Pressekonferenz. Wer war Mann des Spiels, seiner Ansicht nach? Oder er definiert es irgendwie anders, hat er gesagt. Ja. Also, ich glaube, die Individuelle mag er nicht so. Also. Er sagte, es ist Schwachsinn, wenn einer Tor schießt. Das war bei ihm schon so, wenn er Tor geschossen hat, hätte er gewusst, so dass er eine Note besser dasteht im Kicker oder all den anderen Notengebenden. Ja, er hat vielleicht vor allem auch in den letzten Wochen gedacht, als halt Can Usun eher netter Mann des Spiels. Glaubt ihr, der erste FC Nürnberg wäre abgestiegen ohne Can Usun? Das ist zu befürchten. Also, schon mal, haben wir ja schon, glaube ich, drüber geredet. Das ist hypothetisch, weil es hätte natürlich dann halt irgendein anderer gespielt und vielleicht hätte er ja 30 Tore geschossen. Ja, vor allem es hätte der nicht vielleicht 30 Tore. Er hätte wahrscheinlich nicht so viele Tore geschossen, er hätte halt vielleicht dafür mehr defensiv verhindert. Ja, man muss ja bei Can Usun die Gesamtbilanz sehen, dass er 16 Tore geschossen hat, aber schon auch einige Gegentore durch seine Passivität dann auch eingeleitet oder mitverursacht hat. Ja, dass man halt ein Spiel natürlich viel auf ihn dann auch ausgelegt hat. Also man hätte dann vielleicht auch einfach manche Dinge vielleicht komplett anders gemacht. Ich sage trotzdem einfach ja. Ja, ich auch. Ich befürchte es. Ja. Also wie gesagt, man kann es nicht so einfach runterbrechen. Mehrheitsentscheidung. Ja, okay. Ja. Danke, Can Usun. Danke. Viel Glück auf deinem weiteren Weg. Ja. Ist es jetzt schon sicher, dass der den Verein verlassen wird? Also, da hat er auch ein bisschen so provokativ gejubelt. Ne? Ich habe es nicht genau gesehen, was hat er gemacht. Ja, es wurde vom Kommentator quasi so abmoderiert in Form von seine Kritiker mal zum Schweigen gebracht und hätte da ein bisschen. Hat er Richtung Pressetribüne? Der war tatsächlich gar nicht, wo die ist, glaube ich. Tatsächlich in Richtung dieser leeren Südkurve, das fand ich. Deshalb fand ich es noch ein bisschen absurder, dass er da seine komplette Choreografie irgendwie und er stand halt vor einer Fernsehkamera und einem Fotografen so gefühlt. Vielleicht sieht er nicht so gut. Ja. Das können vieles erklären. Ja. Warum jubelt er nicht? Fehlt ihm noch. Hat eigentlich immer aufs linke Eck gezielt. Was fehlt Can Usun noch zu einem Weltklasse-Spieler? Eine Brille.
Ja, eher nicht. Eher nicht. Sollen wir jetzt noch die Grosic an Usun Abschiedshymne? Naja, jetzt sind wir dabei, erstellen? Dann können wir das abhaken. Ja, also der Club wäre abgestiegen ohne ihn. Er wäre jetzt komplett verarmt ohne ihn. Wie viel ist das, nachdem, Fadi, du hast nach dem Spiel direkt einen Kommentar geschrieben? Stimmt, ja. Dass der Club quasi genauso beschissen dasteht wie 2020. Wie 2020. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass ich den Kommentar geschrieben habe in den letzten 4 Tagen. Darauf haben gewisse Passagen kamen mir bekannt vor. Copy and paste. Darauf haben dann gleich manche Leute in unserer Facebook-Gruppe von Kadepp geschrieben. Einspruch erhoben. Auf der Party gestern war sogar ein Aufsichtsrat, da hatte ich dann... Chris Ehrenberg? Ja. Grüße. Fühlte ich mich kurz verfolgt, aber... Typisches Blabla von Kepler. Clickbait halt. Aha. Wer hat das geschrieben? Fabo nennt er sich. Grüße. Dann hat noch der Klaus drunter geschrieben, der Fadi gehört zur Blöd-Fraktion der NN. Worauf ich diesen... Den hast du freigegeben, den Kommentar. Das ist sehr schön. Den musste ich nicht freigeben, weil der war unter einen Kommentar. Dann kann man ja immer alles schreiben. Ah, so kann man das umgehen. Ich habe dann nachgefragt, wie definiert sich denn die Blöd-Fraktion der NN? Ja, und aus wem besteht die noch? Ich habe aber aus seiner Antwort jetzt noch gelesen. Jetzt lese ich sie live. Redet mal kurz irgendwas weiter. Ich lese sie. Ja, lese sie auch einfach direkt vor. Vielleicht kommen ja noch schlimmere Beleidigungen. Okay, ich lese direkt vor. Klaus, fühl dich gegrüßt hiermit. Seit dem Niedergang der Verkaufszahlen der Printmedien durch die Netzkonkurrenz, da ist das Komma schon mal falsch, das verwirrt mich ja völlig, versucht sich insbesondere die Sportredaktion und damit die nach der Ära Böller immer mehr auf Bildspuren pirschenden Redakteure im Populismus. Deine Frage war natürlich nur eine rhetorische Frage, denn als Admin weißt du das genauso gut wie ich. Jo, Brudi, ich bin nicht nur Admin in der Gruppe, ich bin auch Teil der Blödfraktion. Guter Junge, wie hieß er? Klaus? Ja. Zu Recht, so heißt er zu Recht. Was wollte ich denn jetzt aber eigentlich damit sagen? Ich weiß nicht, ich glaube, du wolltest ein paar Beleidigungen vorlesen. Nee, wo waren wir denn davor? Warum kam ich jetzt auf deinen Kommentar? Kommentar, so, Can Usun ja, genau, steht genauso scheiße da. Wie, ja, genau. Ja. Jens hat drunter geschrieben, so, dass man sich da jetzt irgendwie nicht so viel Sorgen machen muss. Und das, er sieht es nicht ganz so dramatisch. Und er meinte, durch die Usun... Der muss ja auch keine Artikel verkaufen. Grüße. Der weiter, dass wir durch die Usun-Millionen doch jetzt dann gut einkaufen kann. Und das war meine eigentliche Frage, weil es wurde immer so gesagt, ja, 10 Millionen oder vielleicht noch mehr. Die Frage ist, wie viel kann man jetzt davon wirklich investieren? Also das hat ist man mal große so Frage. Also rausgehört, wie viel muss dann doch zur Schuldentilgung oder zur Verwaltung anderer? Kriegst du, glaube ich zu wissen, diese 10 Millionen nicht auf einen Schlag, sondern auf Raten. Das ist wohl so üblich. Mhm. Auf 3 Jahre verteilt. Das heißt, du kriegst halt jetzt erst einmal 3, irgendwas. Mhm. Und dann die gehen dann direkt ja da in noch, die Schulden? Da gibt es ja noch ein dann muss man doch einen Sportvorstand noch weiter bezahlen. Verlasse ich das, fällt meine Expertise, aber da gibt es ja dann irgendwie so ein Darlehen noch, das dann bei, sobald man mal ins positive Eigenkapital kommt, eigentlich zurückgezahlt werden müsste. Ich weiß nicht, ob Darlehen das richtige Wort ist. Da müssen wir jetzt den Wolfgang Lars fragen, der kennt sich da besser aus mit diesen Finanzthemen. Müsste der Wolfgang Lars, wenn man ihn mal... Ja. Aber ja, also ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt hier plötzlich 15 Millionen auf dem Konto hat und lustig einkaufen gehen kann. Ich glaube, das wäre ein Trugschluss. Deswegen macht euch weiter Sorgen. Genau. Das wollten wir hiermit nochmal. Und gebt euer Geld für die Clickbait-Texte der Blödfraktion im Verlag Nürnberger Presse aus. Ja. Wenn das jetzt nicht so ein reines Facebook-Ding wäre, wäre das natürlich auch ein schöner Titel. Die Blödfraktion der NN verabschiedet sich. Ja, stimmt. Wobei der Uli sich wahrscheinlich eher zur Blödfraktion der NZ noch zählt, oder? Nee, inzwischen. Ich bin da inzwischen assimiliert. Angekommen. Ja. Ja, okay. So, jetzt gehen wir das Spiel mal minutiös durch, bis der Fadi seine Holunderscholle da ausgetrunken hat und bettelt, dass wir aufhören mögen. Ach, ich fühle mich gut. Ja. Ja, es war, haben Sie ja schon gesagt, es war irgendwie eigentlich recht ansehnlich. Ja. Aber trotzdem. Das Tor dann trotzdem ein bisschen aus heiterem Himmel. Davor noch ein Abseitstor von Elversberg. Alter, ich jedes Mal. Ja. Da war dann schon wieder, also es war ja. Da hätte es kippen können, glaube ich. Eine gute Spiel. Chance, die Klaus
so, oder Klaus den Ball noch so über die Latte lenkt. Aus dem das gab auch schon wieder so ein, zwei Aktionen, wo man irgendwie dann, was weiß ich, man hat Ecke und dann geht der Ball raus und dann schießt ihn jemand zum Torwart zurück und dann kamen die Pfiffe und man dachte sich, ja, also genau, das die Nervosität ich auch gedacht, war weiterhin da. Wenn das 0-1 fällt, dann kann das wirklich ja ganz, ganz schnell schief gehen, aber muss man jetzt auch nicht sich damit aufhalten, ist nicht schief gegangen. Das Tor dann von Lo Kemper, wie gesagt, der Brustlöser, habe ich, glaube ich, gestern gesagt. Ne? Mhm. Das ja, ich habe Befreiungsschlag, habe ich gelesen. Gestern schon keine guten Wörter eingefallen. Nee. Befreiungsschlag stand in dem Text. Das ist lustig, dass Janis Horn als Überschrift. Den unsere Volontärin Greta Nagel geschrieben hat. Grüße, aber bestimmt hat der Uli eben noch diese militärische Überschrift. Nein, das hat sie selber gemacht. Passend dazu gab es übrigens gestern als Stadionknüller den Fischerhut aus der FC Nürnberg in Camouflage. Ja. Also danke, dass ihr euch das auch. Dachte, was gibt es hier in Fürth? Warum? Fischerhut. Okay. Wir sollen die Spielstadion beleidigen, schrieb Chris, irgendwie randommäßig, aber das machen wir ja nicht hier. Nee. Fischerhut finde ich ja eh schon ganz schrecklich, aber in Camouflage. Wer denkt sich sowas aus? Ganz im Ernst. Wer ist denn fürs Merch zuständig? Können wir da nochmal dieses Spieltagsgedicht? Aber es war ja ein Wende-Fischerhut, also man hat auch, er hat ja auch eine schwarz-rote Seite mit FCN. Wendehüte. Also wirklich. Peak, scheiße. gut, gefällt mir der Spirit. Da schneide ich diesmal, glaube ich, viel raus. Ich glaube, wir machen jetzt auch für unseren Kadett-Merchandise den... Ja, so einen Wendehut könnte man noch im Sortiment aufnehmen. Wende-Fischer auf der einen Seite ist eine Roulade und auf der anderen Seite ein Wienerle. Das fände ich super. Oder Panzer, weil wir ein bisschen diese Militärsprache inzwischen für uns entdeckt haben. Machen wir eine Seite Cordon Bleu. Das wäre jetzt und wirklich gut, einen Camouflage-Kadett-Fischerhut rauszubringen. Ja. Das wir machen einfach die komplette Kollektion, alles in Camouflage. Eine Seite mit Weinziel und die andere mit Hacking. Und Fadi weiß nicht, welche Seite er nehmen soll. Wir sollten uns doch sowieso auf den Krieg vorbereiten und deshalb dann fangen wir mit Merch an. Wir ziehen lustig mit Camouflage-Fischerhüten. Dass wir uns schön im Wald verstecken können. Ja. So, wie sind wir da jetzt wieder? Weil du gerade meintest, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ist es nicht manchmal trotzdem auch nach all den Jahren immer wieder lustig, wie wir über Wochen Horrorszenarien und man rechnet dann unter Tabellenrechner und man weiß, wenn das Tor nicht abseits ist von Elversberg, wie es dann kippen kann und dann könnten ja die anderen, die Ergebnisse der anderen waren jetzt ja auch alle perfekt quasi für den Club. Aber zwischendurch war auch mal, da stand es auch 1-1. Genau, da könnte es ja ganz in die andere Richtung. Ist es nicht immer wieder absurd, was man für Szenarien quasi sich auch selber ausmalt und dann plötzlich löst sich alles in Wohlgefallen auf und der Club hält, dein Böbbel ist abgefallen. Oh mein Gott. Das muss natürlich auch nochmal in der letzten Folge. Von der wir ja nicht wissen, ob es die letzte Folge ist. Aber. Ja gut, für mich schon. Ich habe morgen noch einen Erste-Hilfe-Kurs hier und dann bin ich raus. Dann bist du schon raus. Dann bin ich raus. Ja, es ist ja nicht so, dass in der Historie dieses Vereins solche Szenarien noch nie eingetreten werden. Ja. Insofern ist man da halt schon ein bisschen sozialisiert und neigt dazu, das dann schon, also irgendjemand hat es ja mal geschrieben oder irgendwo, was nicht wo, dieser Tage, wenn es ein Verein schafft, dieses vollkommen absurde Szenario noch irgendwie zur Realität werden zu lassen, dann ist es der Club. Das ist halt die Denke, die man drin hat. Das verstehen dann die ganzen Sportvorstände und Trainer und Spieler immer nicht, aber die haben doch, das alles. Ich glaube, die verstehen das schon. Noch nicht die wiederlebt. Tun bloß so, als würden sie es nicht verstehen. Ja. Okay, noch die Tore, Uli? Die Tore, 2-0, Handelfmeter, ein sehr absurder, den sogar ich gesehen habe im Stadion sofort, dass das ein Handelfmeter ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr deutlicher Can Handelfmeter. Can Uso durfte nicht schießen. Nachdem er 3 verschossen hat, glaube ich. Deine Tochter hat sich beschwert bei dir? Ja, die hat mir dann gleich geschrieben, ob Can Uso gar nicht spielt, weil sie gelesen hat, dass sie den Elfmeter Chamara geschossen hat. Aber war ja verständlich, nachdem er bei dem letzten Elfmeter dann noch so ausgerutscht ist. Und vielleicht ein Wink in die Zukunft, weil ja Can Uso eh keinen Elfmeter mehr schießen kann für den Club. War der denn souverän verwandelt, dieser Elfmeter? Ja. Da habe ich nämlich weggeguckt und habe auf Christian souverän. Fjell geguckt, der seinerseits auch wieder weggeguckt hat. Also Christian Fjell und ich wissen nicht, wie dieser Elfmeter ist. Kurzer Anlauf und dann wegen Torwart rausgeschaut und ins linke Eck. Swag verwandelt, würde ich sagen. Guter Mann, dieser Chamara. Hat sich vor allem nicht selber angeschossen dabei, also alles gut. Und damit war es durch. Und dann kam noch der letzte Glanzpunkt. Der Auftritt von Can Uso, der da irgendwie mal wieder im Strafraum gefühlt
die komplette Abwehr stehen lässt und dann die Lücke findet und den Ball sehr. Die Elversberg-Sandhäuser cool haben sich einschiebt. Haben sich da beschwert, dass er etwas zu. Dass er einmal gezogen hat. Ja, haben sie vor dem Handelfmeter auch schon, habe ich aber in beiden Fällen nicht gesehen, dass da irgendwas irregulär gewesen sein soll oder zu, wie hat der Trainer gesagt, zu körperbetont oder so. Ja, da kam dann die schöne Formulierung, das war zu wenig, was ich mir total einen Quatsch finde, weil wenn irgendwas ist, dann ist es ja auch faul. Ja. Zu wenig, finde ich, gibt es nicht. Bisschen faul, aber ja. Bisschen Clickbait. Bisschen Clickbait. Muss man auch mal sagen. Im Blick da kommt noch mehr, Klaus. Bisher ist es auf die wenig. Letzten Wochen hatten wir etliche so Situationen, der Ballverlust von Schleimer zum Beispiel in Düsseldorf, wo man sagt, war das, also brauchen wir jetzt nicht drüber unterhalten, das war alles in Ordnung. Na, das war zu wenig. Ja. Schon faul. Ja. Wirklich nochmal ein sehr schönes Tor. Ja. Ins linke Eck, ja. Mhm. Also auch wie er da die Lücke dann ganz unspektakulär, nicht irgendwie vollspannt, sondern einfach ganz überlegt. Kann er ja eh nicht. Hat er doch irgendwie auch schon mal gesagt, dass er die. Ins linke Eck. Also da hat man schon nochmal gesehen in dem Spiel, was er nach vorne, betone nach vorne, für Qualitäten hat. Der Sky-Kommentator war auch schon das ganze Spiel über vollkommen begeistert. Also er hat eh nur davon geredet, dass jetzt dieser Club doch irgendwie in dieser Liga bleiben muss. Wir würden euch vermissen, hat er schon vor dem Anpfiff, glaube ich, gesagt. Und dann hat er, also wirklich bei jedem Ballkontakt von Can Usun, hat er ihn gefeiert. Und dazwischen noch ab und zu den Walzner Weiher wird er mal gedroppt. Und ja, der war sehr verliebt auf jeden Fall in Can Usun. Tom fragt uns, ich habe ja wieder bei Instagram um Fragen gebeten, wie zu erwarten. Jetzt war ich kurz erschrocken, ob mein Sohn jetzt auch schon. Ein Fiasko. Sowohl Kadepp hört als auch auf Instagram. Weiß nicht, was schlimmer wäre. Und wie kann es sein, dass Christian Fjell die Mannschaft in- und auswendig kennt und dann von einer guten Leistung überrascht ist? Beziehungsweise, was sagt das über die Kaderplanung aus? Uli? Ja, was sagt das über die Kaderplanung aus? Über die Kaderplanung haben wir jetzt schon. Ja, er hat gesagt, seine Mannschaft sind überrascht, wie das genau gemeint war. Das konnte er aber dann auch nochmal erklären. Ne? Wir haben da nochmal nachgefragt, ob er von der guten Leistung überrascht war. Dann hat er wieder gesagt, nö. Ich glaube, er ist halt ein bisschen überrascht gewesen, wie sie mit dem Druck umgegangen ist. Das sagt er auch immer, dass das halt zum Job dazugehört, dass man mit dem Druck umgehen muss. Also so genau, was ihn jetzt so überrascht hat, wissen wir eigentlich auch nicht. Aber überrascht es dich, dass er überrascht war? Naja gut, nach den letzten Spielen konnten wir jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, nach 5 Niederlagen in Folge, dass man jetzt in diesem Spiel, wo man dann wirklich wusste, das ist vielleicht die letzte Chance, das aus eigener Kraft zu regeln, dass man dann doch relativ mutig und engagiert sollte man natürlich immer spielen, aber auch durchaus wieder mit so spielerischen Ansätzen das zu lösen versucht und vielleicht hat ihn das überrascht, dass sie vielleicht auch mal das gemacht haben, was sie sollen. Also. Entschuldigung, ich habe auf den Würfel geschlagen diesmal. Noch eine Frage, darf ich vorlesen? Oder? Klar, ich kann dich heute irgendwie nicht richtig anschauen mit deiner Sonnenbrille. Du bist so, ist wie wenn ich so einen Roboter anschauen würde. Ja, aber. Und Uli hat Sonnenbrillen aus seinem Sonic Youth T-Shirt. Mhm. Hast du das, ist das zufällig produziert von Steve Albini, das Album? Das nicht, nee. Okay. Ich dachte, also, das ist was Falsches, sag, aber. Reminiszenz nach dem. Zu frühen Tod von Steve Albini angezogen, aber naja. Fadi weiß nicht, von was wir reden. Natürlich nicht. Wie seht ihr die Situation nach dem Spiel, fragt Sebastian, als der Kapo der Ultras die Mannschaft weggeschickt hat, nehmen sich die Ultras hier zu viel raus, für alle Fans zu bestimmen, dass nicht gefeiert wird, oder seht ihr das als legitim an nach der Leistung der letzten Wochen? Siehst du, das habe ich nicht einmal mitgekriegt. Naja, das, es war schon kurz, also es war, sind ja nur kurz vorbeigelaufen, ob das jetzt. Ich fand es jetzt halt auch, also unabhängig davon, ob das von den Fans kam, aber ich hätte es jetzt auch wirklich sehr unpassend gefunden, wenn man da als Mannschaft jetzt hingeht und Laola macht und sich Biergläser über den Kopf schüttet. Also Klassenhalt feiern in dem Sinn war ja nicht angebracht. Man kann erleichtert sein, man kann froh sein, dass es so gelaufen ist, dann am Ende, wie es gelaufen ist, aber man kann jetzt nicht stolz auf die Saison sein. Can Usun hat extra nochmal die Choreo gelobt danach, dass sie auch sehr motiviert auch so ein Thema, ne? Gewirkt also. Hätte. Die Choreo. Ja. Uli. Ja. Wie fandest du sie? Die 7 Gebote der Nordkurve? Also ich wusste nicht, was kommt und sah nur diese Vorbereitungen und mein naiver Gedanke war halt, da hat ja so ein gewisses Fußballidol, hat ja genau gestern Geburtstag, wäre 99 Jahre alt geworden und das wäre ja eine schöne Gelegenheit gewesen, sein Traditionsbewusstsein in dieser Form auszuleben, dass man da vielleicht eine kleine Hommage
an den großen Max Mollock auf die Ränge zaubert, aber es war dann halt doch. Nur der 99. Nur der 99. Vielleicht haben das ja, man weiß ja nicht, ob der 100. dann wieder genau auf den Spieltag fällt. Ne? Also wäre jetzt schon eine schöne Gelegenheit gewesen, aber man fand es dann wichtiger, sich selber abzufeiern mal wieder. Und ich kann mit dieser Hybris halt nicht so viel anfangen. Also von diese 7 Werte, ja, okay, kann man machen. Bin ich vielleicht einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Das wäre unsere Chance gewesen, nochmal in diesem Teil der Fanszene auch noch ein paar Freunde und Freundinnen zu finden für diesen Podcast. Aber man muss, steckt viel Arbeit drin, dieser Choreo, und alles schön und war ein gutes Bild, hat schön ausgeschaut und war tolle Stimmung, unbestritten über den Inhalt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Stimmung tatsächlich dafür, dass da eine Graupenmannschaft der zweiten Liga gegen Sandhausen Elversberg gegen den Abstieg kämpft, kommen über 30.000 Menschen und haben tatsächlich alle gute Laune, auch solange es noch 0-0 steht und sowas. Also das fand ich schon beeindruckend, dass nach dieser Saison noch so viel Euphorie da ist. Ja. Vielleicht war es auch Panik. Aber ist es fandest einfach du's inhaltlich? So? Ja. Bitte? Und wie fandest du es inhaltlich? Was inhaltlich? Die Stimmung? Die Choreo. Die Choreo, ja, war groß, aber war, wäre jetzt mir als Choreo-Beauftragten des Verlags Nürnberger Presse nicht als erstes eingefallen, dass ich da was über mich selber mache. Naja. Aber vielleicht ist es trotzdem okay, nach den Wochen ist es doch genau das Ding, dass ich was genau, über mich selber mache. Ja. Das stimmt auch wieder. Also gut, dann Mehrheitsentscheidung 2-1 gegen Uli. Ja, ich verliere heute ständig. Ja. Das stimmt nicht. Vorhin bei dem 3-0 warst du mit dabei. Umgang mit den Spielern, Angestellten, in Klammern Pressesprecher des FCN, keine Verabschiedung vor Publikum. Wie steht ihr dazu, fragt Carsten. Ja gut, das mit den Spielern haben sie ja vorher erklärt, warum das nicht stattfinden kann. Kann man irgendwo vielleicht nachvollziehen, dass es nicht so... Sind jetzt Pressesprecher jemals im Stadion verabschiedet worden? Das gab es eigentlich noch nie. Nee. Der war aber mit auf der Ehrenrunde. Christian Bönig. Während Christian Fjell in die Kabine gegangen ist. Der Kollege Martin Funk hat es, glaube ich, gestern gesagt, man hätte sich natürlich die Option offen lassen können, nach dem Spiel spontan zu sagen, bleibt mal alle hier. Das hätte man ja nach dem 3-0 dann schön großkotzig durchsagen können. Genau. Ja, aber in der 90+1 hätte ich mich das getraut. Ich weiß es nicht. Hätte irgendjemand dann noch die Aufmerksamkeit gehabt und da irgendwelche, musste er doch ein paar Worte sagen. Ich weiß nicht, ob das dann so die Stimmung gewesen wäre, um dann noch Spieler zu verabschieden. Och, müssen wir hier zur Dopingprobe und in die Mixzone. Ich habe mich noch von Christopher Schindler verabschiedet, den ich in der Mixzone noch getroffen habe. Ich glaube, das hätte schon funktioniert bei so einem Nachmittagsspiel. Also jetzt irgendwie abends, klar, da wären dann die Hälfte wieder zum Zug und sowas, aber jetzt beim Nachmittagsspiel ist ja auch wieder so eine Sache, wen verabschiedest du dann? Ne? Also werden ja, also außer denen, die bereits wirklich offiziell sind, werden ja noch mehrere den Verein verlassen. Also selbst ein Can Usun ist ja noch nicht offiziell verkündet. Ne? Also wen verabschiedest du dann, wen dann nicht? Aber Can Usun hat es gestern offiziell gemacht. Naja, wir wissen es ja alle, aber als reine formelle Meldung gab es das ja noch nicht. Du meinst, wäre dann passiert, dass dann ein Spieler, der noch gar nicht weiß, dass er nächste Saison nicht mehr spielen darf, der dann auch so eine schöne Collage, cool, so ein Fotorahmen noch bekommen. Noch ein paar andere leitende Angestellte bedanken wir uns bei Olaf Rebbe. Hier Frank Steinmetz. Ja. Haben wir eine schöne Collage mit den größten Transfererfolgen. Okay, es ist nur DIN A4, aber... Sehr gut. Moritz fragt, als wie hoch bewertet ihr den Anteil der Hacking-Entlassung am Befreiungssieg? Kam der Schritt gegebenenfalls zu spät? Befreiungssieg ist fast noch ein wenig besser als Befreiungsschlag. Ja, stimmt. Ja, Moritz. Ja, Fadis These ist aufgegangen. Der Trainer traut sich wieder, seinen Stil spielen zu lassen. Und dazu passend, Lukas, gab es schon mal irgendwo einen Trainer, der so scheiße performt hat wie Fiello und trotzdem so viel Rückhalt bei den Fans hatte? Ich werde regelrecht verrückt, wenn ich auf Twitter noch einen Typen sehe, der den Trainer mit der schlechtesten Zweitliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte anbettelt, in Nürnberg zu bleiben. War das einer von euch? Aber habe ich auch schon mal geguckt, ob ich jetzt noch eine Frage stelle. Gute Punchline. Also es stimmt natürlich, dass mit so einer Bilanz
schon andere Trainer gehen mussten. Das ist schon so. Ich glaube, Gert-Hein Verbeek wurde auch noch gefeiert mit so einer Bilanz. Ja, die war ähnlich schlecht. Ja, das stimmt. Der war aber auch super. Ja. Die besten Trainer haben die schlechtesten Bilanzen. Deshalb ist Markus Weinzierl ja in den letzten Jahren auch relativ vorne mit dabei, was den Punktschnitt. Grüße. Ja, keine Ahnung. Ich dachte mir gerade noch, dass das hat man letzte Woche auch gesagt, dass halt ein Spiel geht halt vielleicht nochmal, also unabhängig vom Trainer, dass man jetzt halt nochmal allen gesagt hat, ey, dieses letzte Heimspiel, ihr wollt euch auch ordentlich verabschieden als Spieler und so weiter. Und das war, glaube ich, neben, dass dann mal Ruhe reinkam oder mal eine Entscheidung reinkam, dass jetzt Dieter Hecking irgendwie gehen muss und der Trainer für sich wahrscheinlich auch gedacht hat, alles klar, mich erwischt jetzt definitiv nicht mehr in der Saison. Das hat die Pressemitteilung ja auch klar gemacht. Alle ihr Ding nochmal gemacht haben. Im Übrigen finde ich jetzt auch gar nicht, dass Christian Fjell in der Öffentlichkeit so, also ich habe da schon vermehrt jetzt Kritik wahrgenommen in diversen sozialen Medien auch. Also bei uns halt nicht. Bei uns halt nicht, aber ich fand jetzt nicht, dass er so vollkommen außer der Kritik ist. Die Schlafschafe. Ich glaube halt, dass viele Menschen inzwischen auch so ein bisschen müde sind, weil das ist jetzt wieder der nächste Trainer, den du wieder rauswerfen sollst und wenn also. Ja, man kann es ja einfach mal, man kann ja mal auf uns hören. Wir haben halt gesagt, es bringt nichts, dauernd den Trainer auszutauschen, sondern es muss halt ein Konzept her. Und dann kann der Trainer zeigen, dass er es mit dem richtigen Personal kann. Wenn er es dann nicht kann und auch kommende Saison nicht kann, dann haben wir ja auch schon gesagt, im Herbst. Und die Frage, Herbstdepression, dann und so die Frage wird überhaupt sein, ob er noch da sein genau. wird. Genau, dazu passend die Frage von Jörg. Habt ihr die Worte von Christian Fjell auf der gestrigen Pressekonferenz auch als eventuellen Abschied interpretiert? Ja, war da. Also wir haben ihn danach ja auch noch konkret angesprochen. Ich habe ihn am Mittwoch schon angesprochen und jetzt nochmal nach dem Spiel auf diese Hertha-Gerüchte. Und da sagte er halt lediglich, da macht er sich keine Gedanken drüber, weil ich habe ja hier noch Vertrag. Und das ist natürlich so ein typischer Satz, ich habe hier ja noch Vertrag. Ja, das sagt ungefähr, glaube ich, jeder Fußballer oder Trainer, der halt noch Vertrag hat. Und das hat in den seltensten Fällen jemanden daran gehindert, dann doch woanders hinzugehen, wenn er das denn möchte. Wenn's also es war jetzt kein flammendes Treuebekenntnis. Ja. Er ist so wirklich enthusiasmiert, klang er jetzt nicht da gestern. Was vielleicht einfach jetzt auch einfach an den ganzen Umständen. Genau, also ich habe das, können wir morgen auf in NDE oder in den Zeitungen auch nachlesen. Das ist halt das Thema meines Artikels. Clickbait. Ja, ich habe dann halt auch so ein bisschen die Frage gestellt, vielleicht war er einfach wirklich zu kaputt, um jetzt da noch irgendwie das große Plädoyer zu halten. Vielleicht war ihm das alles allzu blöd, weil er vielleicht wirklich überhaupt nicht drüber nachdenkt, nach Berlin zu gehen. Vielleicht weiß er schon, dass er nach Berlin geht. Also da kann man halt auch nicht reinschauen. Das werden wir uns überraschen lassen. Aber kann natürlich auch sein, dass der Club im Hinterkopf hat oder hatte, wir entlassen den jetzt nicht, weil die zwei Spiele kriegen wir noch irgendwie hin, dass wir nicht absteigen und dann kriegen wir noch eine Ablöse. Ist ja auch ein Argument vielleicht. Kann man mit der Ablöse dann das Gehalt, das man die Decking noch zahlen muss, ausgleichen. Ja. Jetzt ist ja Markus Weinzierl von der Payroll nach der Saison zumindest. Ne? Oha, stimmt. Ja, ich habe mir auch so generell gedacht, okay, wenn man jetzt so richtig sagen will, man ist hier weiter und geht es jetzt dann wieder befreit an für die kommende Saison, dann könnte man es irgendwie auch so formulieren. Es klingt jetzt nicht so wirklich. Also man muss natürlich sagen, man weiß ja jetzt auch nicht, welcher Sportvorstand kommt. Der soll ja vielleicht, hieß ja mal, vor Pfingsten noch installiert werden. Und letztlich entscheidet dann ja der, ob er mit diesem Trainer weitermachen möchte oder nicht. Also es kann ja auch noch sein, dass ein Sportvorstand kommt, der sagt, ja, ich möchte aber mit Christian Fjell überhaupt nicht in die neue Saison gehen. Also gab es ja schon mal, dass der Sportvorstand neu kam und dann direkt mal einen Trainer rausgeschmissen? Wäre auch ein cooler Club. Also, aber das Club muss man Campy. Natürlich, also auch Christian Fjell weiß ja jetzt noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ja, er hat Vertrag, aber das geht ja in beide Richtungen, dass das keine Gewähr sein muss. Aber es wäre schon sehr strange, wenn du da kommst und dann dich jetzt eher auch sehr schnell einarbeiten musst und Transfers, die vielleicht schon begonnen wurden und so weiter. Wir legen uns mal fest, wer ist nächstes Jahr in der nächsten Saison Trainer des 1. FC Nürnberg? Mehrheitsentscheidung? Christian Fjell oder nicht Christian Fjell? Was wir wollen oder was wir glauben? Was wir glauben. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ja, komm. Der Glaubenspodcast vom Verlag Nürnberger Presse. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass es irgendwie nicht ist. Also jetzt nicht wegen des neuen Sportdirektors, der dann kommt und ihn einfach zacken lässt, sondern dass da irgendwie
Keine Ahnung. Aber will man zu Hertha jetzt einfach so? Ja, also seine Frau stammt aus Berlin. Aber gut, das heißt ja nicht, dass man unbedingt zurück will, wenn man aus Berlin stammt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man da froh ist, wenn man in Nürnberg oder so. Nö, ich würde schon auch gerne mal. Aber es ist ja so, der Trainer weiß ja auch, wie lange er meistens irgendwo arbeitet. Also das Argument, jetzt in die Heimat der Frau zu gehen, das ist dann halt eineinhalb Saison lang ist cool und dann. Grüße. Also ja, ich Golotze glaubt nicht. Ich würde nicht zur Hertha gehen. Wer würde zu Hertha gehen? Abstimmung. Ja, ich auf keinen Fall. Nee, wirklich nicht. Ich würde gerne mit Fabian Riese. Ich gehe noch lieber nach Augsburg. Nee, das auch nicht. Ich würde gerne mit Fabian Riese in der Mannschaft spielen, aber nicht zu Hertha. Also, ich glaube, Christian Fjell ist Trainer. Auch wenn ich Zweifel habe inzwischen. Ja, ich schließe mich dem an. Ja. Mein Gefühl ist irgendwie indifferent, aber ich glaube, 60-40, dass er Trainer ist nächste Saison, aber nicht mehr. Ich habe auch Mehrheitsentscheidung, 3-0, er bleibt Trainer. Beleidigung gebeten. Golotze Schnurri so lückenhaft wie dem Club seine Abwehr über weite Teile der Saison. Trotzdem nur das Beste. FCN schreibt CNWBL. Und irgendwo war noch ein Jürgen schreibt, ich habe nichts zu beleidigen. Danke, dass ihr es die Saison einigermaßen erträglich gemacht habt. Beste Grüße aus Oberfranken. Muss ich auch nochmal einhaken. Ich war ja am war das Mittwoch? Oder ich fand es nicht erträglich. Was Nein, ich wollte mal sagen, ich war Mittwoch auch beim Training und es ist inzwischen ja irgendwie schon absurd, wie oft man also nicht nur beim Training, sondern auch auf Konzerten oder irgendwo angesprochen wird von Leuten, die einen kennen und ich erschrecke dann ja jedes Mal, weil ich dann denke, Familie. Ich müsste die auch kennen. Ach so. Von Podcast-Hörerinnen und Hörern. Und da wurde ich auch von zwei jungen Männern, kann man das so sagen, angesprochen. Wenn es junge Männer waren, ja, kann man so sagen. In allen anderen Fällen ist es beleidigend. Wenn Frauen waren, ältere dann Frauen wäre doof, ja. wo ich auch eine Geburtstagskarte unterschreiben durfte für den Andi, der, glaube ich, gestern Geburtstag hat. Der Andi hoffen wir mal, dass er jetzt schon hatte. Irgendwas mit Dreikampf macht, das habe ich mir noch gemerkt. Keine Ahnung, also Andi aus Nürnberg, der irgendwas mit Dreikampf macht, alles Gute zum Geburtstag. Kraft-Dreikampf wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwas. Vor allem. Dreikampf. Könnte auch die Disziplin sein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mir wirklich, also es ist wirklich auffällig, was für... Das soll jetzt auch nicht anbietend sein, aber was für sehr angenehme Menschen uns hören. Also das ist durchweg immer, die Gespräche sind wirklich immer total. Bis auf Klaus. Ja. Der hört uns aber vielleicht auch gar nicht. Das sind ja wirklich meistens die unangenehmen Schreiben, die angenehmen hören uns. Aber das sind wirklich immer durchweg sehr, sehr reflektierte Menschen, angenehme Menschen, mit denen man wunderbar über den Club reden kann, ohne irgendwelchen Fanatismus oder das alles auch nicht so hundertprozentig todernst nehmen. Also schon ernst, aber halt wissen, dass es auch noch was anderes im Leben gibt. Also ich fand es immer sehr schöne Begegnungen und mal Grüße an alle da außen. Und mir ist das ja immer ein bisschen peinlich, wenn ich dann angesprochen werde. Ich finde es ja immer noch absurd. Deswegen erschrecke ich dann immer ein bisschen. Ich auch, aber ja, wir freuen uns über solche Reaktionen und wollte ich bloß mal weitergeben, dass die. Ihr seid alle sehr nett. Tatsächlich überrascht dich das, dass die alle sehr nett sind. Ja, naja, man könnte auch mal irgendwie beschimpft werden oder keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, die uns halt beschimpfen würden für den Podcast, die hören halt einfach dann schnell nicht mehr zu. Also es sind halt wirklich auch Diskussionen auf einem gewissen Niveau, die ich mag. Also nicht. Angenehm einfach. Ja, wichtig wäre, wenn man die Zahlen anschaut, dass diese angenehmen Menschen, die uns hören und ja für den Podcast nichts zahlen müssen, wenn die mal noch mehr lesen würden auf nde. Von unseren Clickbait-Dingen. Von unseren Clickbait-Artikeln, weil dann wird es uns manches noch etwas einfacher machen. Ich war am Donnerstag auch bei einer, wie soll man das nennen, ein Geburtstagsgeschenk, das ich bekommen habe, wurde eingelöst. Es ging da um Kochen und da kam ich rein und der. Ja, jetzt muss schon konkret werden, was es war. Okay, ich mache Werbung fürs, jetzt weiß ich den Namen nochmal richtig, Culinary Collective oder so ähnlich heißt es. Das ist ein Johannes. Und Sebastian heißt der auch, genau wie ich. Der ist Koch und man kann dort quasi sich entweder halt so ein Private Dinner buchen, dass man da halt im kleinen Rahmen isst und er kocht, oder man kann, wie ich es geschenkt bekommen habe, dass man selber kocht dort. Und er isst. Und er isst. Das wär cool. Ja, 10-mal im Monat muss der komplette Scheiße essen, weil irgendein Kolotze vorbeikommt und denkt, ich mach dir mal ein Spiegelei. Und 7 Gänge, aber 7 Gänge muss er halt davon essen. 7 Gänge vom Spiegelei.
Ja, das wäre natürlich. Sebastian, wenn du zuhört solltest, das, überleg dir mal, ob du das Konzept vielleicht noch weiterdenkst. Mit Pfefferminzblättchen platzt er dann einfach. Ja, ja. Genau. Nee, er bereitet es dann vor. Es wird vorher das Menü so ein bisschen abgestimmt und dann kann man tatsächlich mit seinen Leuten, mit denen er da kommt, dann kochen. Und das war erstens fantastisch. Es war wirklich sehr lecker und wir haben uns. Das Getränk ist hinter auch drin. Es gibt einen sehr guten Weißwein, aber es führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall kam ich rein und er meinte, ey, wir kennen uns doch irgendwo her. Und dann meinten halt die anderen, naja, bestimmt Podcast und so weiter. Dann fand man aber raus, dass das überhaupt jetzt seine Welt ist. Und dann nach langem Hin und Her, die ganzen Stationen unseres Lebens durch, kam irgendwann darauf, dass wir kurz gemeinsam bei Johannes 83 Fußball gespielt haben. Ja. Also vor vielen Jahren. Und die Erzfeinde des ESV West. Echt? Also, wir haben euch, wir haben euch so gesehen. Alle sind da bei euch Feinde, ja. Erzfeinde. Ja. Erzfeinde, auch schon das war ein gutes Wort. Ja. Hattest du eigentlich auf, ich frage jetzt einmal, auf Golotze reserviert oder auf Galotze? tatsächlich ist mir da die Woche auch schon irgendwas passiert. Also abgesehen davon, dass ihr ja mir ein Basketballtrikot zum Geburtstag... Hatten wir das in der letzten Folge noch nicht? War das dann noch nicht da? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Das kam, Montag war es da und ich glaube, wir haben Sonntag aufgenommen. Ja, okay. Er wolltet mir ein mit Golotze beflocktes Basketballtrikot schenken. Es kam dann leider mit Galotze an. Ja, danke, also, NBA. Ja, die Namensweiterentwicklung geht nicht. Die Namensentwicklung schreitet voran. Ist das eins deiner Learnings aus diesem Podcast? Ja, dass Weiterentwicklung nicht absolut, geht. Absolut. Und ich war die Woche nochmal irgendwo und da war der Name wieder verhunzt, aber jetzt weiß ich nicht mehr wie. Also es hört einfach nicht auf. Das hört nicht auf. Ich habe noch eine Frage. Ah, genau, die Postbotin hat's für uns, die wollte mir ein Paket abgeben und hat dann vorher quasi einen Namen eingetippt und meinte, weil das dann für die Nachbarin, wo sie es quasi abgegeben hat, dann hatte dann irgendwie, glaube ich, KL. Ah, ne, es wurde immer wilder danach. Bester ist ESC-Song, fragt Lukas G. Schlapp. Habe ich tatsächlich nicht verfolgt. Ich habe gestern nichts gesehen, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Ich war ja auf dieser Geburtstagsparty, da lief zwar. Es war in einer Vereinsgaststätte. Im einen Saal spielte Hausparty, fröhlichen Punkrock für die Geburtstagsgäste. Und in der anderen Hälfte, durch eine Tür getrennt, schaute die Stammkundschaft dieses Lokals den Eurovision Song Contest. Aber ich habe auch. Gab es Skandale? Kannst du den Bildschirm schon wieder wegmachen? Das macht mich immer sehr nervös. Wenn nackter die Finne ist irgendwie irgendwo rumgerannt, hat mir immer mal dann geschrieben. Sind Finne nicht immer nackt? Glaube ich. Ich habe nur antisemitische Verfehlungen im Kontext dieses Wettbewerbs mitbekommen und nichts Musikalisches. Ich kann, also, keine Ahnung, was der beste Beitrag war. Der Bürgermeister von Gossenhof beschimpft euch noch wegen eurer Kommentare gegen Hacking und der daraus resultierenden Entlassung. Steigt der Club jetzt nicht ab und ich kann keine neuen Stadien in der dritten Liga besuchen. Danke für nichts, könnt ihr überhaupt. Aber dafür steigt der Preußen Münster vielleicht auf. Eben, wir holen die Drittligastadien in die Stadt, ja, mehr oder weniger. Ulm? Oh ja, da waren wir erst. Gut, und da waren wir früher schon mal. Aber Preußen Münster ist wirklich ein Stadion, das mir noch fehlt in meiner Sammlung. Ulm war ich. Es gibt ein Hauen und Stechen, wer nach Münster fahren darf, das sehe ich jetzt schon. Ich. Sehr schöne Stadt auch. Ja. Kann ich empfehlen. Ich war noch nie da. Ich war ein paar Mal da. Haben wir sonst noch Themen? Ja, bestimmt. Waren wir eigentlich schon sportlich irgendwie fertig mit dem Spiel? Mit dem Spiel waren wir fertig. Mit dem Spiel sind wir komplett fertig. Haben wir Can Usun genug gewürdigt? Was ja, machen wir. Das war sein zweiter Assist erst. Bei 16 Toren, zwei Assists. Und könnte für ein gewisses Ego. Könnte oder für die Unfähigkeit der anderen, die Pässe zu vollenden. Schreibt uns. Mehrheitsentscheidung, genau. Schreibt uns. Also ich fand jetzt nett, dass er so in den Situationen, wenn er in Tornähe ist, dass er dann Ego spielt. Also das fand ich tatsächlich nie. Nee, fand ich jetzt auch nicht. Ich eigentlich schon. Echt? Ja, also doch. Aber wie oft hätte er denn bei seinen Toren oder so noch oder vergebenen Chancen noch querlegen können oder irgendwas? Also fand ich nicht oft. Ja, gut. Ist ja vor allem, wenn er halt weiß, dass die anderen das eh verkacken, dann versucht man es halt genau. Selber. Grüße an die noch in Nürnberg bleiben und mit denen wir noch ein Jahr zusammenarbeiten müssen. Oder zwei, drei. Ja, also. Finn Jeltsch noch sehr gute Partie. Oh ja. Wäre noch erwähnenswert, nachdem der auch in den letzten Wochen. Ja, in der Kritik stand, kann man jetzt nicht sagen, weil jeder wusste, der ist 17 und da ist es normal, dass... Das ist auch nicht gelernt aus dem Jahr. Ja, wirklich. Dass,
Egal. Szenenapplaus gab es für ihn für eine war da gut Szene, gemacht. Wo er. Ja, also, da war es aber wirklich, also das war ja. Wo er den Ball abläuft und dann. Ja, und dann sich sowieso dreht und direkt den Angriff einleitet. Das war so, da dachte ich mir, Wahnsinn, das ist so. Und der ist erst 17, habe ich mir da gedacht. Das ist der erste Gedanke, der mir durch den. Mein Gedanke war so AC Mailand, 90er Jahre, so ein Innenverteidiger, der einfach. Seid ihr sicher, dass es nicht Julian Kanja war? Ja, du hast einen lustigen Verwechsler in die Zeitung gebracht. Wer war schuld? Grüße ans Fotoarchiv. Nein, du hast einen Text eine Verkettung unglücklicher Umstände. Die schauen sich aber ähnlich. Also gerade so von der Seite mit also diesen kurzen Haaren. Also du hast quasi Finn Jeltsch ausgeliehen. Auf dem Bild war wohl eher doch Finn Jeltsch zu sehen als Julian Kanja. Mir ist das tatsächlich schon mal live im Stadion passiert, als Finn Jeltsch bei seinem ersten Spiel zur Pause, glaube ich, eingewechselt worden ist. Kündigte ich um mich herum an, dass jetzt Julian Kanja spielt. Aber merkte dann schnell, dass es nicht Julian Kanja ist. Also ja, erinnere mich immer wieder an meinen Kumpel, mit dem ich vor vielen Jahren im Stadion war. Grüße an Robby, der irgendwie nach 7 Minuten Spielzeit dann plötzlich kapiert hat, welche Mannschaft der Club ist. Also das war auch respektabel. Es lag irgendwie an den Trikots der Torhüter, die ihn irgendwie da ein bisschen irritiert haben. Aber naja. Ja, Saisonabschlussveranstaltung, Saisonanalyse. Wir haben im Januar in Pegnitz einen Live-Podcast gemacht und haben da Thesen für die Rückrunde aufgestellt und so ein paar Sachen gesagt, wie es kommen wird. Wir wissen aber nichts mehr davon. Also wir können jetzt sagen, ob unsere Thesen aufgingen. Hört einfach die Folge nochmal nach. Ja, und dann könnt ihr uns nach Lust und Laune beschimpfen. Ja, müssen wir noch irgendwas, jetzt schauen wieder alle hier auf ihr Handy. Ich höre dir aber dabei zu. Okay, also. Danke. Du weißt, was Höflichkeit bedeutet. Müssen wir noch irgendwas groß analysieren oder haben wir das in den letzten Wochen nicht so genüge schon getan? Ja, also du meinst, wir sind durch? Ja, so mit der Saison müssen wir halt irgendwie, also ich habe schon noch ein paar Themen, aber. Ja, Sportvorstand zum Beispiel. Ja. Ah nee, das wollte ich gerade noch fragen, weil wir es hatten mit, wenn Christian Fjell vielleicht doch nach Berlin geht oder so. Ja. Welchen Trainer sollte man denn holen? Wer könnte denn diesen Stil weiter fortsetzen? Außer Pep Guardiola. Schwierig. Also habe ich mir jetzt auch wirklich noch keine Gedanken gemacht. Ist Jens Keller noch auf der Payroll? Nee. Nee, der ist ja in Elversberg. Sandhausen, Heidenheim. Ja, das kann man nicht so unvorbereitet fragen. Habt ihr nicht so einen Wunschtrainer, den ihr einfach immer cool findet und euch denkt, das wäre mal nett, wenn der... Gert-Jan Verbeek. Oder René Weiler. Der jetzt aber eher nicht für Fjell-Fußball. Was macht denn René Weiler eigentlich? Ihr könnt doch auch googeln. In Ägypten war er mal, dann war er wieder in der Schweiz, da ist aber... Ich google. Wintertour, glaube ich. Ich schaue nicht so gerne aufs Handy. Ich schaue lieber euch an und halte mich mit euch. Deswegen. Aber du hast ja vorhin gesagt, heute ist es so schwer, mich anzuschauen. Das stimmt. René Weiler. Ah, jetzt habe ich Weller gegoogelt. Ja, René Weller. Was macht eigentlich René Weller? Nichts mehr, oder? Nichts mehr, nee. Der macht nichts mehr. René Weller? Ja. Während der Fadi noch nach René Weiler schaut, was der so macht, erzähle ich noch von meinem Freitagabend. Oh ja, da warten die Leute drauf. Ja. Wir hatten ja letztes Jahr 20-jähriges Abi-Treffen und aus diesem Treffen hat sich so eine Art Stammtisch herausgebildet, dem ich jetzt die letzten Monate nicht beigewohnt habe, aber die anderen sind sehr fleißig und treffen sich weiter. Und da war auch Thomas da. Und Thomas hat in den letzten Jahren offenbar in so verschiedenen Freizeitparks auch gerne mal als sogenannter Live-Erschrecker in Geisterbahnen und so weiter gearbeitet und ähnlichen Dingern. Und dann meinten die anderen, lad ihn doch mal in den Podcast ein und so weiter. Das wäre doch eine coole Nummer, wenn der Live-Erschrecker da wäre. Dann habe ich gesagt, prinzipiell ja, aber der Club hat schon genügend Live-Erschrecker und deswegen können wir uns das sparen. Ja. Also, Grüße. Könnte Dieter Hecking ersetzen im Film. Naja. Servette Genf. Servette Genf. Ist er gerade? Okay. Okay. Ja. Wenn der Club ruft. Mit Alain Sutter und René Weiler, einem Schweizer Doppel. Wer wird der neue Sportvorstand? Wann trifft sich denn der Aufsichtsrat das nächste Mal, Uli? Ich glaube am Montag. Am Montag. Ja. Also es hieß ja mal vor Pfingsten, muss man ja auch irgendwie mal in die Pötte kommen. Glaubst du, das geht jetzt schnell und wir nehmen noch in dieser Woche einen neuen Sportvorstand? Ich befürchte fast, ja. Ohne den Golotze dann. Ui.
Naja. Bist du denn tatsächlich im Urlaub oder könntest du auch an deinem freien Tag einfach mal schnell hier rein? Ab Mittwoch bin ich wirklich im Urlaub. Verletzt uns Dienstag könnte ich noch kurz. Oder wir nehmen halt gleich den neuen Sportvorstand dann dazu. Ja, gute Idee. Ja. Oder der Wolfgang könnte mal was über die Finanzen, über dieses Darlehen und so weiter. Und die TV-Gelder, die wir heute wieder nicht behandeln werden. Weil das ist aber arg kompliziert. Also ich habe mich da versucht, ein wenig einzulesen in den letzten Tagen, aber... Was geht da noch? Wie viel Kohle ist noch drin in Hamburg? Ja, vor allem ist das sind ja verschiedene Säulen, die da mit beitragen und das verstehe ich schon, aber wie dann genau berechnet wird, gibt es so einen 5-Jahres-Quotienten und die aktuelle Tabellenplatzierung, das ist mir alles zu komplex. Hier verlesen Sie das Feld der Expertise. Aber wir stehen dazu. Ja. Wo es hingeht? Nach Portugal. Oh, schön. Ja. Lukas Koschik, unser Spieltags-Instagram- Boy. Das weiß ich nicht, ob das jetzt so korrekt war. Letzte Woche haben wir gefragt, ob er sich offiziell als Kadepp-Sekretär sieht. Er ist gestern, auf jeden Fall zahlen wir ihm so viel Geld, dass er gestern nach Valencia fliegen konnte, noch nach dem Spiel. Echt? Ja, macht Urlaub in Valencia. Du in Portugal. Mhm. Also beide auf der sogenannten Iberischen Halbinsel, wie wir Geografen sagen. Ja. Okay. Also Saison, der Sportvorstand. Wer soll da jetzt? Wichtig ist auch, dass der 1. FC Nürnberg nicht mehr auf Platz 15 abrutschen kann, was in Pokal wichtig ist. DFB-Pokal bedeutet hätte, dass man einen sogenannten Kracher bekommen hätte in der ersten Runde, nämlich einen Erstligisten wie Heidenheim, Augsburg. Ja, Augsburg. Geile erste Liga eigentlich. Aber man hätte Heimspiel gehabt. Ja. War vor kurzem mal gegen Red Bull Leipzig, als wir in der Relegation. Ja, erste Runde. Das war auch blöd. Ja. Sportverstand. Gibt es irgendwen, der sich im Vergleich zur letzten Folge herausgenommen hat aus dem Kandidatenrennen? Also. Ja, was nicht, hat man Peter Niemeyer noch in der Verlosung damals? Wir hatten da noch Peter Niemeyer, der raus ist jetzt dann schnell mal bei Werder und Oh Gott. Der Club. Nee, ich glaube, raus ist. Habt ihr mal angerufen bei Frank Baumann, bei Stefan Reuter, bei wen hat man denn noch? Anna Sutter. Joti. Bei Anna Sutter. Joti. Mit dem sehr langen Namen. Ja, das wünschen bei sich, dem habe ich tatsächlich. Das angerufen. Wünschen sich sehr viele, dass er kommt, dass wir dann jede Woche. Ja. Ach, das werden wir verhindern auf jeden Fall. Man kann den Namen tatsächlich, glaube ich, ich habe jetzt einfach vergessen, aber man kann ihn relativ easy aussprechen. Aber schreiben. Wenn man sich. Ja, schreiben ist kompliziert, aber bei dem habe ich angerufen. Mhm. Dann ging ein Mensch hin mit einem anderen Namen und vom DFB. Und dann sagte ich, Sie sind aber nicht der. Nee, haben Sie wohl seine Nummer übernommen? Ja, werden Sie oft angerufen, weil man ihn anrufen will? Sehr oft. War dann ein sehr schönes Gespräch. Ja, und bei der anderen Nummer, die ich hatte, ging die Mailbox ran. Mhm. Ich habe es allerdings auch jetzt nicht mit großer Intensität. Ja, willkommen im Recherche-Team. Investigativ-Team. Ja. Wir bleiben dran für Sie. Ja, aber es ist doch schön, dass ich jetzt weiß, dass eine DFB-Nummer beim DFB neu vergeben wurde. Wie ist es denn der Herr, der dann dran war und offenbar jetzt seinen Job macht oder was auch immer? Mhm. Hat der vielleicht Interesse und Bock? Hast du ihn gefragt? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gefragt. Schade. Das ist schade, ja. Ja, ruf ihn doch nochmal an. Ja, das stimmt. Ob er da Qualifikation mitbringt. Ja. Ja. Sonst noch jemand dazugekommen, den wir nicht auf dem Schirm hatten letzte Woche? Man hört relativ wenig. Hm. Und auch keine Tendenzen, welche also Art ich glaube, von... Ich glaube ja, dass das jemand ist, den wir alle gar nicht auf der Rechnung haben oder dessen Name noch gar nicht gefallen ist. Glaube ich so, weiß ich nicht. Hm. Und in Sachen Olaf Rebbe, irgendwelche neuen Entwicklungen oder weiterhin? Gestern war er da, bei uns in der Trainerrunde. Sagte nichts, glaube ich. Ich hörte zumindest nichts. Ja, aber der wird ja nicht Sportvorstand. Nee, aber ob vielleicht da auch schon die. Naja, aber das kann ja auch, das kann ja erst der neue Sportvorstand entscheiden. Ja. Das kann ja jetzt gar niemand anders entscheiden. Ja, wenn, gut, der dann wenn der, sagt, wenn der Aufsichtsrat will, sagt, neuer Kandidat, wir nehmen dich, aber deine erste Amtshandlung wird eine Entlassung dann sein. Dann werden wir das so eh nicht erfahren. Hm. Okay. Gut. Sonst noch irgendwas zur Saisonanalyse?
Nee. Was? Learnings? Außer, dass es nicht weiterentwickeln Learnings heißt, sondern entwickeln? Das neue Modewort hat auch Christian Feld gesagt, dass man ja... Was waren denn seine Learnings? Mitnimmt. Ja, bloß, dass er viele Learnings mitnimmt. Ja. Mhm. Ja. Er blieb da etwas vage. Ja. Er hat ja auch, er blieb überhaupt sehr vage. Er hat ja auch gesagt, wenn es die Frage wieder kommt, warum die Mannschaft plötzlich und vorher nicht, er hätte schon eine Erklärung, aber die gehört nicht hierher. Sehr das viel sagen. Das klingt aber interessant alles. Ja, habt ihr da mal nachfragt dann noch nachlesen? Kann man alles auf nn.de lesen in den nächsten Tagen und Wochen. Glückbild. Mein Learning ist, dass Dieter Hecking als Sportvorstand entlassen werden kann damit. Mhm. Ich dachte, das geht gar nicht. Ja, euer Top-Learning aus der Saison. Ja. Uli? Ach du guter Gott, mein Top-Learning aus der Saison. Dass man sich wieder nicht von Momentaufnahmen blenden lassen sollte und nach 2,5 guten Spielen schon wieder in Euphorie ausbrechen sollte. Sagte er und wird kommende Saison nach 2,5 guten Spielen in Euphorie ausbrechen. Aber ja, das war schon so wieder. Man macht es ja jetzt schon ein paar Jahre, aber man neigt dann oft wirklich dazu, sich zu viel rein zu interpretieren in solche Momentaufnahmen, solche Phasen, wohl wissend, dass es halt auch in einem Vierteljahr wieder alles ganz anders laufen kann. Mein Learning ist, der Club ist der Club, bleibt der Club, ist der Club, bleibt der Club. Es. Und freut dich das oder erschreckt es dich? Für den Podcast ist es sehr hilfreich, würde ich sagen. Erschrecken kann man nicht direkt sagen. Ich habe das Gefühl, es wird. Also es sieht immer ganz schlimm aus und es wird am Ende doch wieder irgendwie auch doch wieder gut, aber es wird irgendwie nicht mehr so richtig gut. Das ist mein Eindruck. Und das hat vielleicht auch dann nicht nur was mit dem Club zu tun, sondern weil ich die Tage mit anderen Leuten wieder hatten, weil wir über Champions League im Halbfinale sprachen und so weiter, dass halt einfach die berühmte Schere, da kann man sich jetzt noch so bemühen und so weiter, aber der Club hat einfach die fetten Jahre irgendwie verpasst und egal, wie gut sie es machen, glaube ich, wird es nimmer so richtig gut. Wobei halt ein Holstein Kiel oder ein FC St. Pauli. Ich rede nicht davon, dass man nicht mal wieder aufsteigen kann. Das Gegenteil beweisen. Das, bestimmt, man kann vielleicht auch sie Bochum oder so es mal schaffen, auch sogar wieder drin zu bleiben. Aber werden die jetzt da so schnell so viel Kohle anhäufen, dass sie dann in 10 Jahren plötzlich das neue Eintracht Frankfurt sind oder so? Ich glaube es irgendwie eher nicht. Aber gut, wer weiß. Das ist halt auch die Frage, mit welcher Erwartungshaltung man jetzt in die neue Saison geht. Wenn man schon so weit vorausblicken will, weil man noch nicht weiß, wer Sportvorstand wird, wer vielleicht Trainer sein wird, ist es ein wenig schwierig. Aber ich würde immer sagen, Platz im vorderen Tabellendrittel. Das wäre doch mal das Ziel, dass man der Sportvorstand vorgeben könnte. Ja, aber ich meine, die Erwartungshaltung, also die allgemeine Meinung ist ja schon so, dass man jetzt Geld ohne Ende hat und klar, du musst einen Can Usun und 16 Saisontore ersetzen, aber man hat ja Geld und dass man jetzt zumindest in der neuen Saison dann schon wieder oben angreifen sollte. Und da aber wir haben ja erklärt, dass man eben nicht so viel Geld hat und ich erwarte für die kommende Saison gar nichts, sondern ich erwarte einfach, dass man mal in 3 Jahren was erwarten kann. Das wäre meine Hoffnung. Oha, aha. Dass es jetzt mal, das ist ja mal mit einem Konzept und einer vorausschauenden Planung gut. Einigermaßen Konstanz und dann erwarte ich mir für die kommende Saison erstmal gar nichts, sondern das ist dann vielleicht wieder noch Aufbauarbeit. Aber das ist wann kann man dich in den Aufsichtsrat wählen eigentlich? Ja. Aber da muss man auch mit der Realität leben, dass dann halt, wenn du da mal herausragende Spieler hast, wie in der Saison Can Usun, dann sind die halt einfach in einem Jahr wieder weg. Die kannst du ja nicht. Aber nächste Saison hast du ja keine herausragenden Spieler mehr. Weißt du ja noch nicht. Vielleicht startet Julian Kanja durch. Ich kenne die Kaderplanung des ersten FC Nürnberg und wenn 2 von 2 herausragenden Spielern gehen, dann... Aber ich meine halt, diese langfristige Planung ist halt einfach schon auch... Ich weiß, dass sie auch schwierig durchzuziehen ist, wenn es dann vielleicht mal wieder nicht läuft, aber ich würde mir einfach das wünschen. Wünschen kann man sich, aber die Zeiten sind halt vorbei, wo du sagst, wir halten jetzt mal eine Mannschaft über 2-3 Jahre zusammen und haben wir da mal... Du musst ja nicht die Mannschaft zusammen behalten. Nur die Idee behalten. Musst du halten. Ja, von der Idee allein steigst du auch nicht auf. Ja, aber du kannst ja die Spieler, wenn du eine gute Kader... Planung hast, dann ersetzt du die ja und vielleicht sogar noch durch bessere. Und Can Usun ist jetzt wirklich eine große Ausnahme. Es gibt ja vielleicht Spieler, die einfach wirklich sehr gut spielen, aber jetzt vielleicht nicht automatisch dann dadurch von einer Reihe von Bundesligisten und internationalen Vereinen verpflichtet werden wollen. Aber es geht schon schnell. Also wenn man sich auch Nene Braun anschaut, der jetzt bei Weiben noch nicht, meiner Meinung nach, noch nicht das Format hat, um hier
Das hat er in der Mitte noch selber gesagt. Schauen, komm, spricht den Satz zu Ende. Aber er hat selber gesagt, er weiß, dass er vor allem defensiv noch sehr viel lernen muss. Also ist er reflektiert. Ich sehe ihn jetzt noch nicht so als potenziellen Stammspieler bei Eintracht Frankfurt. Ich weiß nicht, wie Eintracht Frankfurt ihn sieht. Aber man sieht halt, wie schnell das dann geht, wenn da einer, gut, Linksverteidiger sind auch nicht so häufig, aber wenn da einer halbwegs gerade auslaufen kann, dann wird er halt mal schnell weggekauft, weil die Ablösen für Vereine wie Eintracht Frankfurt ja dann auch ein überschaubares Risiko sind, die sie da bezahlen müssen. Das meine ich halt, dass es nie wieder so richtig gut wird. Du kannst halt, und das ist ja ein Thema in Fürth und ein Thema auch in Nürnberg inzwischen. Darf ich das als Titel nehmen? Es wird nie wieder so richtig gut? Oder? Ich glaube, den hatten wir sogar schon mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den schon mal so hatten oder so ähnlich. Wie du sagst, also sobald da einer irgendwie ein bisschen besser ist, dass der Club, egal was er für einen Vertrag da vorher noch ausgehandelt hat, also irgendwer wird ihn wegkaufen können. Und das meine ich eben, die Schere ist so auseinander, dass es einfach immer Vereine gibt und die müssen dann eben inzwischen nicht mehr FC Bayern heißen oder genau, also Real Madrid. Genau, also für den Club sind 3 Millionen ein Haufen Geld. Für diese Top 8 Vereine der Bundesliga, muss man so das sagen, ist das halt ein überschaubares Risiko. Wenn es blöd läuft, kaufen wir uns halt in 2 Jahren uns. Wenn es blöd läuft, kauft dem Club halt in 2 Jahren Heidenheim halt Spieler weg. Also wenn die es schaffen, sich konsequent da oben zu halten, das ist einfach schwierig. Wie steht ihr eigentlich zum Vatertag und zum Muttertag? I don't give a... Also der Vatertag ging an mir relativ spurlos vorbei. Da. Ich wollte mit meiner Tochter Fußball spielen. Und Muttertag? Nazi-Feiertag oder gute Einrichtung? Nö, scheiß Einrichtung. Hm. Aber ja. Meine Frau lässt sich nicht feiern am Muttertag. Meine Mutter schenke ich tatsächlich. Meine was. Mutter lässt sich nicht feiern. Meine Frau hätte heute vielleicht noch mehr erwartet als. Aber wir gehen heute Abend schön essen. Das kann man schon machen. Was hast du am Vatertag gemacht, Golotze? Da war ich eben bei diesem Essen, das wir dann selber also es war Zufall, dass es an dem Tag war. Es ging einfach um einen Termin und den hat es da. Der hat sich da gefunden, was aber dann dazu führte, dass da nur Männer waren. Und es dann doch noch so ein bisschen so eine Art Vatertag, Männertag wurde. Aber ja, wir haben wirklich sehr gut gegessen. Was habt ihr denn gegessen? Ah, das wäre jetzt zu dekadent, das alles. Sag mal, ein Gang vielleicht. Eine Vorspeise, in der kein Gold drin war oder sowas. Nee, bucht euch das einfach. Ist cool. Wo gehst du heute Abend hin, Uli? Oder ihr? Zabo-Grieche. Zabo-Grieche. Ja. Ich war gestern da gab es griechisches Essen auf dem Fest, das bereue ich jetzt immer noch ein bisschen. Und jetzt ist es immerhin schon 11.30 Uhr, also, aber gut. So ist es immer. Naja. Haben wir noch Themen? Müssen wir noch über die Clubfrauen sprechen, die jetzt, wir haben Sonntag 11.30 Uhr um 14 Uhr beim FC Bayern München. Die Sensation antreten schon. Und mit 20-0 gewinnen und plötzlich wieder immer. Nee, müssen wir nicht drüber sprechen. Haben wir eigentlich schon. Außer, dass wir auf die personellen Umwälzungen, die der Sommer da bei denen mit sich bringt, einigermaßen gespannt blicken. Ja. Wie gesagt, das Leipzig-Spiel war ja nach unserem letzten Podcast ein bisschen schade, dass wir sich dann selber auch schon diese, wenn auch nur noch theoretische Chance genommen haben, die ja, also wenn auch sehr theoretisch war, aber man hätte ihnen mal einen Heimsieg gewünscht, eine Chance gibt es noch gegen Duisburg am Pfingstmontag, diesen einen Heimsieg zumindest in dieser Saison noch zu schaffen. Ja, ansonsten. Alle nochmal hin. Ja. Alle nochmal hin. Sofern ihr nicht wie wir im Urlaub. Genau. Uli, gehst du nochmal hin oder? Am Pfingstmontag? Mhm. Naja, nachdem alle anderen Menschen hier im Urlaub sind und ich nicht weiß, was ich tun soll am Pfingstmontag. Doch eben, weil ich bin ja in Hamburg voraussichtlich und dann gibt es ja da am Montag doch auch einiges aufzuarbeiten. Mal schauen, ob ich das noch hinkriege, weiß es nicht. Naja, so viel gibt es mehr aufzuarbeiten. Wir machen ja nicht mal mehr einen Podcast, also heute wird ja schon alles aufgearbeitet. Eben. Also, aber Uli kommt zu dem HSV-Spiel, der neue Sportvorstand. Genau, wenn der halt kommt, dann Olaf Rebbe entlässt. Trainer verabschiedet sich. Dann ist ja, vielleicht doch noch ein bisschen Angst was. Irgendwie. So, ja. Ja, sehr gut. Dass ihr nicht alle hängen lasst.
Ja, wir haben diesmal eine sehr ausgewogene Urlaubsplanung gemacht. Stimmt, ich habe an Ostern gearbeitet, ich arbeite am Pfingsten. Die Sommerferien durch. Ja. Ja, du, weil der von du halt, der NZ, der kann das schon alles machen. Ja, nur weil du halt zu absurden Zeiten dann irgendwie auf Island abhängst oder so. Ich bin so gutmütig. Ein Thema, das ich noch hatte, hattet ihr das schon mal, dass wenn ihr live anwesend seid, dass jemand dann den Podcast anmacht? Ja, das habe ich tatsächlich, komme letztendlich in die Küche runter und dann höre ich mich selber reden, was mich jedes Mal erschreckt. Mhm. Okay, das ist noch direkte Familie so? Ja. Wie? Ich hatte es noch nie. Mhm. Okay. Letztens hat mein Schwiegervater das nämlich mal, als ihm erklärt wurde, Grüße, wie er das hören Grüße. Kann. Grüße. Hat er es angemacht und das war mir einfach unfassbar peinlich. Und dann dachte ich mir, welche Zielgruppe habt ihr so im Kopf, wenn ihr den Podcast aufnehmt? Weil hätte man den Schwiegervater im Kopf oder so, ich glaube, ich würde hier anders performen. Ich denke einfach an die Zielgruppe, die es auch tatsächlich ist. Junge, erfolgreiche, gut aussehende Menschen. Ja. Mit einem hervorragenden Humor, Fußball-Sachverstand. Bestem Musikgeschmack. Besten Musikgeschmack. Kulinarischer Expertise. Kulinarisch top. Also wirklich einfach ja, perfekt. Ihr seid alle perfekt. Lasst euch da nichts anderes einreden. Ja, sehr schön. Weiß dein Schwiegervater noch, dass er mal in der Abi-Prüfung die Frage als erstes gestellt hat, wie der Club gespielt hat am vergangenen Wochenende? Bio-Kolloquium. Und ich war sehr nervös. Ich frage ihn mal. Und zur Auflockerung, war ich ihm nie vergessen, hat er dann zuerst mal gefragt, wie hat denn der Club am Wochenende gespielt? Und dann haben wir erst mal im Bio-Kolloquium 3 Minuten über den Club geredet und dann habe ich die männliche Vererbungslehre noch weiter erläutert. Das machst du jetzt auch nochmal. Und habe die Frage, was mir heute noch peinlich ist, die Frage, welche Farbe Chlorophyll hat, mit durchsichtig beantwortet. Und habe trotzdem bestanden. Mit wie vielen Punkten? Weiß ich nicht mehr. 8 oder 9 oder sowas. Aber kannst du die Vererbungslehre nochmal kurz skizzieren für uns? Nee, kann ich nicht. Schade. Ja, wir hatten früher, habe ich bestimmt aber schon mal erzählt, einen Biolehrer, der ein großer Clubfan war und immer sehr schlecht gelaunt, wenn der Club verloren hat. Und dann gerne mal am Montag früh, wir hatten Bio direkt ersten 2 Stunden. Sekunde, falls ihr wegen Fußball hier seid, ihr könnt jetzt ausmachen. Wir labern jetzt so noch ein bisschen. Privat. Ja. Wir reden uns jetzt noch leer zur Abschlussfolge. Wir müssen den gleich noch auflösen vom letzten Mal. Jetzt muss erst einmal der Kolotz seine Geschichte erzählen. Der hat dann immer direkt der Ex geschrieben. Oder richtig fies abgefragt, wenn der Club verloren hat. Man konnte sich einerseits ein bisschen drauf einstellen. Ja, eben. Also, aber viele Echsen dann, ne? Das waren viele Echsen, das war ja auch noch Bundesliga-Zeiten. Also, das war fies. Und ich glaube, manchmal war es auch so, dass er gefragt hat, warst du beim Club draußen? Und damit konnte man dann vielleicht noch der Abfrage umgehen. Das ist ziemlich gut. Wie hieß der? Das sage ich jetzt nicht, weil ich glaube, das ist wirklich nah am... Müssen wir wieder schneiden. Aber vielleicht ist er schon im Ruhestand. Davon ist auszugehen, dennoch, ja, gut. Datenschutz und so. Hm. Ja. Ja, der Gerch, wer war es letzte Woche? Ich habe keine Ahnung. Wer hat den gemacht? Okay, das ist echt eine würdige Abschlussfolge. Ich habe ihn nicht gemacht und nicht erraten. Ich glaube, ich habe ihn erraten, oder? Du hast ihn erraten, ich habe ihn gemacht... Kevin Möwald. Ja. Ah. Ja, ja. Das war einfach mit Rechtsverteidiger im ersten Spiel in Freiburg, danach der das Raststätten-Gate. Gruß an Horstin, wie immer. Was macht denn Kevin Möwald? Er ist gerade in Belgien abgestiegen mit irgendeinem ausgedachten Verein. Nachdem er 7 Playoff-Runden gespielt hat. So ungefähr. Und mit dem Trainer Fabian Kofeld, wie hieß er, Kofeld? Florian. Ja, das habe ich seitdem es den gibt, schreibe ich das falsch zwischen Fabian und Florian. Also man könnte ihn zurückholen. Kevin Möwald zurück zum 1. FC Nürnberg. Als Sechser? Oder man könnte Mats Müller-Daly für weniger Geld, als man ihn verkauft hat, jetzt als Sechser spielt, ja. Naja, der neue Sportvorstand hat vielleicht andere Ideen. Schon. Ja. Und was machen wir jetzt? Arbeiten ein bisschen, feiern Muttertag, obwohl wir ihn ablehnen. Warum haben wir jetzt den Muttertag beleidigt eigentlich? Das ist doch auch Quatsch. Wer Muttertag feiern will, soll doch Muttertag feiern. Ja, schon. Klar. Hm. Ich wollte nur wissen, wie er dazu steht. Wer Vatertag feiern will, sollte ihn vielleicht nicht so feiern, wie er zu oft gefeiert wird, finde ich. Hm. Das stimmt.
Ich finde es eigentlich cool, wenn es andersrum wäre, wenn die Männer am Vatertag Blumen und Kuchen bekämen und die Frauen am Muttertag mit Bollerwagen. Da hat Bier mir jemand vorhin ziehen. Bilder geschickt, die wollte ich mir jetzt nochmal anschauen. Grüße an Anke. Grüße. Die auch am Freitag bei diesem Abi-Stammtisch war und sie meinte, so wie du es ungefähr gerade beschrieben hast, zelebriert sie das mit sehr vielen anderen. Wo sind sie unterwegs, dass ich ihnen aus dem Weg gehen kann? Ich glaube, sie sind nicht unterwegs, aber sie meinte, man fängt früh an und geht dann zur Mama, geht tanzen. Mama geht trinken. Oh, da gab es keine Reaktionen drauf, erstaunlicherweise. Auf was? Auf Mama geht tanzen, auf die Mama geht tanzen Sequenz. Ich glaube, die Leute hören. Luana hat dir doch geschrieben. Das stimmt, ja. Ja, Grüße. Okay, es gab böse Reaktionen. Genau, perfekt. Ich glaube, die Leute hören den Podcast nämlich einfach nur noch, inzwischen nicht mehr auf 1,5 Geschwindigkeit, sondern auf, was ist das Maximum, was das da geht. Das habe ich gestern wieder irgendjemandem erklärt auf dieser Party, dass man nie diesen Podcast auf Normalgeschwindigkeit hören darf, sondern einfach. Ja. Oder das einfach mal schneller durchskippen mit so diesem 20 Sekunden, 30 das ist auch Sekunden cool. Ding. Ja. Vielleicht ist ja was dabei für dann euch. Dann hörst du dich auch nochmal an wie ein heppernder Geißbock, oder wie war das? Ja, genau. Ja, doch, ich aber halt wie einer auf schöne Speed. Schöne Beleidigung. Wie einer auf Speed höre ich mich dann an. Fand ich sehr schön. Ja, jetzt haben wir tatsächlich alles auf Instagram. Kam auch nichts mehr, da habe ich bestimmt ein, zwei Fragen vergessen, aber. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass wir jetzt nach dem HSV-Spiel keine Folge mehr aufnehmen. Wir werden irgendwie im Sommer hoffentlich mal live zu sehen sein. Genauer können wir das aber noch nicht. Ach, das darf man noch nicht verraten, ne? Einen habe ich noch. Cranky Turtle. Nur weil er oder sie so heißt. Klingt wie eine schlechte Irish Folk Band. Lese ich es noch vor. Könntet ihr bitte eure latent negative Bewertung von Florian Flick überdenken? Ich finde, er war einer der wenigen in den letzten Spielen, der positiv herausgestochen ist, offensiv wie defensiv. Ansonsten mag ich euch sehr. Und ein Schildkröten-Emoji. Wollt ihr die Einstellung zu Florian Flick überdenken? Ich überdenke gerade den Zusammenhang zwischen Florian Flick und einem Schildkröten-Emoji. Nee, ich glaube wegen Cranky Turtle. Ja, ich weiß schon. Und dann noch so ein anderes Emoji, von dem ich nicht weiß, wie das ja, heißt. Der hat ja auch da war es ja so. Der war zwar jetzt haben wir die ganzen Fußball. Ja, und jetzt steigen wir mal richtig ein. Jetzt gehen wir in die Analyse. Ja, genau. Also Florian Flick war ja auch so ein Beispiel, der eine Phase hatte, wo wir dann alle gesagt haben, wie wichtig er jetzt ist für den ersten FC Nürnberg, nachdem er jetzt auch weiß, was der Trainer von ihm will. Und dann war natürlich auch eine Phase, auch bei ihm schon in den letzten Wochen war es jetzt nicht so herausragend, was er gespielt hat. Ich fand ihn jetzt gestern auch wieder okay bis gut, das war in Ordnung, aber in der Phase, wo man halt vielleicht auf der Position dann so ein Anführer, darf ich das wieder nicht sagen, ne? So Leader braucht. Genau. Schlechte Begriffe, einfach in irgendeine Sprache übersetzt. Morgen das nächste Mal auf Spanisch. Das kann ich nicht. Sehr gut. Was heißt denn Befreiungsschlager auf Spanisch? Schreibt uns bitte. Ja. Der war zweimal im Basketball, ich finde ihn super. Ich finde, der macht das gut. Aber für das Spielsystem bräuchte es vielleicht noch wen anders. Ja, ich überdenke jetzt auch nichts mehr. Am 33. Spieltag überdenken wir keine Meinungen mehr. Ja. Gehen wir jetzt alle Spieler durch, machen wir die Dieter Heckentransfers bewertet. Heute Johannes, jetzt Kreis, alle. Johannes Kreis durfte nochmal mitspielen. Das stimmt, ja. Ah, da hatte ich dann schon ausgeschalten. Ja, Johannes Kreis, da sind ein paar eingewechselt. Enrico Valentini und Johannes Kreis. Und Christian Fell hat noch angekündigt, dass er beim Spiel beim HSV vielleicht das ein oder andere ausprobieren möchte. Ja. Also schon mal so eine neue Hertha-Formation. Ja, könnt ihr mir vorstellen, dass es lässt er einfach die Hertha spielen. Ja. Hä? Wie kann denn jetzt Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel auf der Torhüterposition ein kleines Experiment geben könnte. Jan Reichert, der einen Elfmeter gehalten hat. Christian Martini. Das haben wir gestern auch gesagt, nachdem Kollege Funk, den Gag muss man ihm lassen, gesagt hat, jetzt könnte auch noch Christian Martini einwechseln. Ja. Das hätte es dann noch perfekt gemacht. Das wäre cool. Ja. Ja.
Er kann ja, hätte er mal spielen lassen können, aber macht Christian Fjell wahrscheinlich nicht mehr, oder? Uli, du hast die Woche einen Text darüber geschrieben, dass Julian kann ja nie wieder eine Rolle spielen wird beim ersten FC. Naja, es gibt ja Gedankenspiele, ihn auszuleihen. Es gibt ja auch erwiesenermaßen Kontakte zu Dynamo Dresden. Mhm. Arminia Bielefeld würde ihn wohl auch gern haben und noch einige andere Drittligisten. Ich würde ihn auch verpflichten, wenn ich einen Dritt- oder Zweit- oder Ersten. Personalie, was ich auch geschrieben habe, die ich nicht verstehe. Also, und wie war das Zitat von Christian Fjell, über das sich Lauter Engelhardt dass er halt die nächsten Schritte machen muss. Und achso, das Zitat war irgendwie, da kannst du in der Regionalliga 84 Tore schießen, wir spielen halt zwei Ligen höher. Also so nach dem Motto, dass auch mit Verweis zum Beispiel auf Vonic oder... Gehst du da mit, Golotze? Das war ziemlich klar. Ich habe, also dafür hätte ich ihn mehr sehen müssen. Aber ich... Was nicht ging, weil er in der Tat spielen lassen. Ja, nee, ich mein auch in seiner... Also in dem Fall verstehe ich es nicht. Also im Fall von Vonic zum Beispiel habe ich es verstanden, die Entscheidung des Vereins. Ha, auch bei Nisch, die sind so jung, die muss man nicht herfahren. Nisch Schalke habe ich es auch verstanden. Mister, du könntest ja einfach übersetzen. Ja. Im Fall von Julian Kanja verstehe ich es wirklich nicht, weil es ist trotzdem der beste Regionalliga-Torjäger, vielleicht sogar aller fünf Regionalligen. Fünf Regionalligen gibt es. Ja. Das ist ja unfassbar viel. Und man braucht ja, man hat ja Bedarf vorne. Also Hayashi ist weg. Ich gehe davon aus, dass Anderson auch weg ist. Also du brauchst ja doch den einen oder anderen da vorne. Und warum man dann ein eigenes Talent nicht nochmal ein Jahr, ich meine, er hat ja die Chance, er trainiert mit. Also Christian Fjell sagt auch, er sieht ihn ja jeden Tag im Training und das hat schon seine Gründe, warum er jetzt gerade keine Rolle spielt. Aber ich würde mir schon wünschen, dass man das zumindest bis zur nächsten Winterpause erstmal nochmal mit ihm probiert. Und wenn man dann sieht, diese Schritte, die er sehen will, die kommen halt nicht, dann kann man immer noch, aber es ist eine Preis, also er kostet dich nichts, er ist da. Ja, aber ist nicht das Training für so einen Spieler da, um zu zeigen, dass er diese Schritte macht? Und wenn er es ja da nicht macht, dann spielt er halt auch nicht. Also der Trainer hat gesagt, er hat das Gefühl, man müsste mit ihm arbeiten, um damit er besser wird. Oh. Was natürlich genau der Job vom Trainer eigentlich ist, dass er mit Spielern arbeitet, um die besser zu machen. Also so ganz verstehe ich die Argumentation in dem Fall nicht. Würdet ihr als neuer Sportvorstand Julian Kanja nach Bielefeld schicken, ehe Christian Fjell zur Hertha wechselt? Da muss ich jetzt länger drüber nachdenken, aber ich würde ihn generell nicht. Also ich hätte es irgendwie schon auch mal probiert, allein schon, weil wenn du dann ein Eigengewächs dahin führst, kannst du den zwar als Gewächs ist jetzt ja, also, ist ja nett, aber, nee, aber in der Nachwuchsmannschaft. Genau, er gehört dir halt vertraglich und wenn du es halt schaffst, wird es vielleicht keinen Can Usun draus zu machen, aber halt wieder einen, der vielleicht dann, und sei es nur, weil er halt irgendwie vier Tore macht in der Hinrunde. Als Perspektivspieler, natürlich musst du für vorne noch einen gestandenen Spieler, Mittelstürmer holen, aber so hinten dran als Herausforderer, als Perspektivspieler verstehe ich jetzt nicht, also warum gestandene man Mittelfeld, gestandene Mittelstürmer hatten wir jetzt genug, die nicht gespielt haben. Also da kann man ja auch irgendwen holen. Genau, oder also, bevor ich dann wieder irgendeinen aus, keine Ahnung, Preußen-Münster hole. Muss ich eigentlich schon zum Hockey? Nee. Okay. Muss ich schon zu den Clubfrauen? Nee. Würde ich das... Ich sehe im Training auch maximal einmal die Woche, wenn halt mal öffentliches Training ist. Da ist er auch nicht immer dabei. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass er da total ab... Wie sagt man jetzt? Fällt. Abfällt, danke. Gerne. Ich bin wieder da. Im Vergleich ich baue jetzt so langsam auf, wir können jetzt den Podcast beginnen. Kommt abfallen von Abfall? Er fällt auch nicht groß auf, klar. Also ich verstehe die Argumentation schon, dass er jetzt momentan noch nicht die große Rolle spielt, aber ich hätte mir in dem Fall schon, weil es ja auch, glaube ich, ein geerdeter Typ ist, schon gewünscht, dass man ihn noch einmal eine Zeit lang beobachtet zumindest und versucht heranzuführen, wenn es da nicht klappt. Okay. Ich finde prinzipiell ja die Idee, dass ein Spieler, der quasi aus dieser Liga kommt und da gut ist, aber es oben noch nicht richtig schafft, den nochmal ein Niveau dazwischen spielen zu lassen. Ja, hat in 20 Jahren nicht geklappt. Genau, ich fände es an sich vollkommen logisch und nachvollziehbar, nur die Praxis zeigt halt zumindest beim 1. FC Nürnberg, dass es halt fast nie funktioniert hat. Also fast nie, es hat nie funktioniert. In diesem Jahrtausend kann man sich festlegen, da hat es nie funktioniert. Hm. Es gibt keinen einzigen Spieler, der ausgeliehen war und dann hier zurückkam und Bäume ausgerissen hat. Aber woran liegt das? Leiten wir nur die schlechten Spieler aus und die sind halt, also heißt es, sobald einer ausgeliehen wird, ist er tatsächlich einfach zu schlecht für Zweitliga-Fußball beim 1. FC Nürnberg? Also man muss ja auch sagen, Julian Kanja ist 22, ne? Der ist jetzt keine 17 oder 18. Alter, kommt natürlich, hast du irgendwas gelernt in dem Jahr? kommt natürlich jetzt auch aus einer vor 3 Jahren noch, also Bayernliga und davor, glaube ich, Kreisliga gespielt.
das war schon ein steiler Aufstieg. Aber ich weiß nicht, ob so dritte Laie in die dritte Liga da jetzt so Sinn ergibt. Also entweder sind sie zu schlecht, ja, und man traut sich aber noch nicht, ihn loszulassen vertraglich, weil man denkt, ah Mist, wenn der jetzt dann plötzlich dann da einen aufspielt, dann sagen alle, ihr Idioten, warum habt ihr da nicht Geld draus gemacht? Ja. Es ist halt immer schwierig, wenn zum Beispiel ein Spieler irgendwo hingeht und er funktioniert da richtig gut und macht irgendwie in dem Fall seine Tore als Stürmer und alles, dann bist du da ja auch drin und dann holst du den wieder. Dann ist es ja nicht gesagt, dass er das einfach alles dann hier kann, sondern er hat halt vielleicht da sich unter einem bestimmten Trainer in einem bestimmten Umfeld, der mit ihm arbeiten wollte, ja, wohlgefühlt. Also, ja, und mir fällt jetzt auch spontan also fast keiner ein, der dann irgendwo anders so performt hat, dass man ihn dort unbedingt behalten wollte. Also man könnte jetzt Luis Bräunig als Beispiel nennen, der jetzt in Regensburg Stammspieler ist. Herrscher. Ja. Engelhardt. Engelhardt, die waren aber nicht ausgeliehen. Nee, aber... Aber die haben hier keine Perspektive bekommen auf die erste Mannschaft. Das ist ja wieder was anderes. Ich meine jetzt von ausgeliehenen Spielern, die dann zurückkamen. Okay, also die Praxis zeigt schlechte Idee. Und wie gesagt, bei Luis Bräunig ist ja auch noch nicht sicher, ob man den jetzt zurückholt oder nicht. Also da gab es auch ein wenig unterschiedliche Aussagen in den letzten Wochen, ob der interessant sein könnte wieder. Auch da muss man mal abwarten. Wer hat denn diese unterschiedlichen Aussagen getroffen? Wer sagt denn was? Nimm es doch mal mit in die Gespräche, die du so unter der Woche führst. Also der Sportdirektor hat... Klang jetzt zuletzt so, als wenn man sich vielleicht doch vorstellen könnte, ihn vielleicht, interpretiere ich jetzt, zurückzuholen. Und vor ein paar Wochen klang das noch nicht so. Okay. Und der Trainer, den will ihn nicht jetzt, mit so härter nehmen, noch nicht drauf angesprochen, hat er gesagt. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aha. So, jetzt machen wir mal die ganzen Spieler durch der Saison. eure größte Überraschung in der Saison? Das ist eine ernsthafte Frage. Oder? Jetzt habe ich gesagt, dass der Fadi von seinem Handy aufschaut und doch noch kurz aus. Tausende Hörer und Hörerinnen stöhnen entnervt auf. Nikolas, das zweite Mal, dass ich heute gegen den Böbel haue. Nikolas fragt uns noch, wie schwer ist es für euch, nach den letzten 5 Spielen plötzlich mit einem 3-0 Heimsieg im Nacken in eine Kadett-Folge zu gehen? Easy. Alles Gleiche immer. Easy, genau. Wir sind innerlich tot, deshalb ist das vollkommene Ergebnis ob 5-0 oder 0-5, ja. Das ist hier einerlei. Ich wollte noch schnell Erik Engelhardt googeln, ob der nicht doch ausgeliehen war. Da wollte ich jetzt den Uli überführen. Der ist damals gegangen. Ja? Ja. Okay. Ablösefreie, tatsächlich. Also keine Top-Überraschung, keine Top-Enttäuschung. Und übrigens zu dem Thema muss ich noch sagen, weil das kommt gar nicht wieder, dass dann Leute auf Lukas Schleimer verweisen. Also sehr gut, dass wir wirklich vor 20 Minuten den Leuten gesagt haben, sie können jetzt mit Fußball aufhören. Und jetzt sind nur noch die dabei, die irgendwas über Lukas Schleimer hören wollen. Oder Minzeis. Lukas Schleimer zählt nicht, der war ja an Saarbrücken ausgeliehen, was auch gar nicht funktioniert hat. Und der war hier aussortiert, also von Robert Klaus, der saß ja... Grüße, Robse. Christian Fell irgendwann mal erzählt, dass dann da sitzt in der Kabine noch einer da hinten, dann war es Lukas Schleimer und dann hat er ihn halt, weil er halt noch Vertrag hatte, hat er ihn halt irgendwie ein bisschen bei der U23 wieder mitspielen lassen und hat ihn da eigentlich dann erst wieder zum Leben erweckt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der von Saarbrücken zurückkam und hier die große Rolle gespielt hätte, das kam dann erst danach. Mhm. Also insofern gültet das nicht. Aber warum das jetzt nicht funktioniert? Ah, der Uli ist wieder beim... Ja, seine These wird wieder untermauert mit einem Fuß. Jetzt sind wir wirklich drin in dem Podcast. Ja. Jetzt geht es nochmal 2 Stunden. Ja. Der Kollege, der unter uns sitzt, in diesem Teil des Hauses, der letzte, das denkt sich immer, sie nehmen wieder Podcast auf. Ja, das jetzt kann er mehr. Also warum funktioniert es jetzt nicht? Weil sie dann doch eigentlich nicht die Qualität haben. Warum das nicht funktioniert, das ist... Von Fall zu Fall müsste man das individuell anschauen, warum es nicht gepasst hat. Aber die Erfahrung lehrt einfach, dass solche Leihgeschäfte nicht funktionieren. Also das heißt, man muss Julian Kanyap. Anders schon, komischerweise. Also wenn der Club Spieler ausleiht, das funktioniert er dann doch oft und dann muss er sie halt wieder zurückgeben. Aber es ist ja das gleiche System, halt nur vielleicht eine Liga höher sozusagen. Also ja. Was weiß ich, wenn sich... Fürth, die das sehr, sehr offensiv machen, die jetzt dann Spieler aus Köln hatten und von Freiburg zum Beispiel, die haben davor ja dann, also entweder waren sie Reservist in der ersten Liga oder sie haben dritte Liga gespielt. Und das hat ja zumindest
teilweise sehr gut funktioniert. Warum funktioniert es dann nicht eine in die andere Richtung? Das weiß ich nicht. Also beim Club ja auch, Kastrop war ausgeliehen zunächst, Horn war ausgeliehen, Flick war ausgeliehen. Warum das aber nur so eine Einbahnstraße Winterhall ist? War ausgeliehen. Tom Kraus. Wie ist der aus Leverkusen, der auch ausgeliehen war? Puerto. Puerta. Ja. Also klappt nicht immer, ne? Aber keine Ahnung. Schreibt uns. Wenn ihr beim Club arbeitet. Trainer beim 1. FC Nürnberg seid. Oder in der 3. Liga. Ja, dann hören wir jetzt aber auf. Ja, ne? Hätte ich auch gesagt. Schade, ich wollte noch so ein paar Sachen raushauen, die euch erschrecken. Du musst doch zum Hockey. Ja, aber schau, wie wir das jetzt. Ja, aber dauert noch locker dauert noch ein bisschen. Weg. Aber konferieren wir jetzt eigentlich um 12 im Sport? Das wollte ich euch noch fragen. Noch eine letzte Anekdote und Erlebnis von gestern. Ich fuhr mit meinem Sohn hinten auf dem Fahrrad drauf und einer Freundin, die ihren Sohn hinten auf dem Fahrrad drauf hatte, nach Hause. Das wird eine spannende Geschichte, glaube ich. Also jetzt haltet euch fest da draußen jetzt, an den Empfangsgeräten. Genau. Endgeräten. Endgeräten. An den mobilen Endgeräten. Fuhren wir nach Hause von der Geburtstagsfeier, die im Park stattfand. Und dann in welchem Park? Im Stadtpark. Und wir fuhren durch die Nordstadt und man darf ja inzwischen als Fahrradfahrer nebeneinander auch mal fahren. Früher war das, glaube ich, verboten, inzwischen darf man das. In Fahrradstraßen darf man es vor allem. Ja, und wir fuhren nur kurz einen Hauch mal nebeneinander, ansonsten, weil es da auch ein bisschen enger war, dann auch wieder hintereinander. Dann überholte uns ein Auto mit zwei Frauen am Steuer, falls ihr zuhört. Oh, jetzt kommt da irgendeine Eilmeldung, oder? Nee, war keine Eilmeldung. Neuer Sportvorstand. Und dann geht die Folge plötzlich doch nochmal eine Stunde. dann überholt uns das Auto mit den zwei Frauen, die beim Vorbeifahren uns anpöbelten, weil wir eben einen Sekundenbruchteil nebeneinander gefahren waren. Und dann sagte die Freundin zu mir irgendwas total Unverfängliches, so, was war das denn? Und dann hielt dieses Auto an der nächsten Kreuzung. Hört sich wirklich nach einer guten Geschichte an. Und warteten, bis wir aufgeschlossen hatten und beleidigten dann direkt die Freundin von mir. Was diese blöde Kuh ihnen nachgerufen hätte. Und deine Freundin hat dann hoffentlich sofort mit einer noch besseren Beleidigung. Dazu kommen wir jetzt dann gleich noch. Wir haben dann irgendwie irritiert geschaut und dann haben sie die Freundin von mir noch als Stück Scheiße bezeichnet. Also falls ihr zufällig Kadepp-Hörerinnen seid, ihr beide im Auto. Bestimmt. Grüße. Ihr. Und dann. Wir waren einerseits so perplex und zweitens wollte ich jetzt keinen Streit losbrechen mit den Kindern hinten auf dem Fahrrad. Ja, mach und ich die ständig. Frage an euch, wie hättet ihr reagiert? Streit. Ja. Durchbeleidigen? Ja. Vollkommen durchbeleidigen, handgreiflich werden. Und die Kinder hinten? Wie würden denen die das erklärt sein? Man das dann, dass das dumme Menschen waren und dass man sich archaisch benimmt, dass man Gewalt mit Gewalt beantwortet, verbale Gewalt mit verbaler Gewalt. Ja. Nehmt das mit als Learning aus dieser Podcast-Folge. Ja, die beiden Kinder haben dann danach noch fröhlich irgendwie, mein Sohn hat gesagt, dumm darf man doch gar nichts sagen. Und dann haben sie beide noch fröhlich scheiße trällernd den restlichen Heimweg verbracht. Siehst du, schön. Und ich war im Nachhinein, ich bin dann nämlich eigentlich auch so, dass ich da eigentlich sofort komplett ausraste. Sonst ja eher ein geduldiger Mensch, aber da nicht in solchen Situationen. Aber ich habe es wegen den Kindern gemacht und hab dann aber diesen Schmerz verspürt später, dass ich... Ja, eben. Deswegen musstest du das jetzt noch von der Seele reden. Ja. Und vielleicht, um euch da draußen zu sagen, aber unsere HörerInnen sind ja nicht so. Nee. Die würden nie in diese Lage kommen, dass sie dann Leute mit Kindern auf dem Fahrrad... Das war ein vierter Flachpass-Hörerin. War das Kind richtig rum auf dem Fahrrad hinten? Oder? Ja, sie saßen richtig rum drauf. Also das war wirklich... Ja, aber also, dass du da nicht zurückbeleidigst, ist ja süß, aber dumm. Weil das wird dir jetzt wirklich eine Woche nachgehen. Du wirst immer wieder an diese Situation denken. Ja. War es ein teures Auto oder? Nein, einen kleinen Wagen. Ja, gut, da macht man aber auch keine Unterschiede, finde ich. So, hören wir jetzt auf. Nach oben treten ist cooler, aber in dem Fall war es ja sowieso... Haben die ja nach unten getreten als Autofahrer auf Fahrradfahrer. Und ja. Naja. Ja, an Gerch haben wir auch nicht, haben wir schon gesagt. Ja. Weil wir
weil uns die Luft ausgeht. Ja. Und weil wir den ja nicht auflösen könnten, weil wir nächste Woche nicht selber. Wie hat der Trainer gesagt, es war eine saumäßig anstrengende Saison. Dem können wir uns voll und ganz anschließen. Das und ist doch der Folgentitel. Ja. Jetzt gehen wir scheiße trillernd nach Hause. Ja. Wir sehen uns wieder, vielleicht live im Sprecht Sommer. Uns an, wenn ihr uns irgendwo sieht. Wir machen Selfies, wir schreiben Geburtstagskarten. Taufen Kinder. Ja, drehen Hochzeitsvideos. Wein, Schiffe ein. Hat diese Hochzeit eigentlich schon stattgefunden, für die wir das Video gedreht haben? Gute Frage. Oder schreibt haben wir uns. Wieder, haben wir es jetzt wieder versaut? Und wir müssen unsere Wirtshaus-Tour irgendwie mal planen. Ja, wir hören uns ja irgendwann jetzt, wenn wir alle aus dem Urlaub zu. Ich fürchte ja, dass wir uns die Woche nochmal hören werden. Aber ich auch. Das heißt fürchten, das wäre doch schön. Mhm. Und dann hat man neuen Sportvorstand und neue Perspektiven und dann wird man gleich wieder in Euphorie verfallen und Saisonziele formulieren für die kommende Saison. Und ja. Das ist ja das Schöne nach solchen Saisons. Es hört einfach alles nicht auf wieder. Diese Folge. Das ist einfach Wahnsinn. Ich habe im Uni vorher wieder was ein. Ey. Ich habe im Uni vorher vereinbart, dass wir dich heute grillen. Ich habe schon diese ganze Apfelessig. Ja, eben schick die mal aus und dann hören wir auf. Das schmeckt echt beschissen. Also sorry, Labertaler, da müsst ihr nochmal ran. Was vorhin hast du gesagt, das schmeckt gut, jetzt ist wieder schlecht. Was das schmeckt tatsächlich nach Apfelessig halt. Das kann, man kann doch kein Getränk rausbringen, das nach Apfelessig schmeckt. Ja, vor allem kann man es halt nicht kaufen. Also. Ja, ich habe ja bloß gesehen, dass das Wellness heißt und dachte mir. Was wolltest du jetzt eigentlich endless sagen, Wellness. Weiß ich nicht mehr. Oder hast du es schon gesagt? Ich glaube, das Schöne ist, dass es ja immer wieder, also wenn es rum ist, dann kommt eine neue Saison und alles ist möglich und alles scheint möglich und es hat sowas. Ach, ja, das ist naiv zu glauben, dass irgendwas besser wird, aber also ich finde, die schönste Zeit ist jetzt eigentlich so diese Zeit, wo nichts ist, weil man das sich wirklich seinen Träumen hingeben kann. Ich glaube, dass du das auch für dich persönlich, dass das auch in deinem Leben immer die schönste Zeit ist zwischen zwei Saisons des ersten FC Nürnberg. Weil da ist alles möglich. Ja. Und spätestens nach dem ersten Spieltag merkst du wieder, dass nicht alles möglich ist. Aber und ist die Winterpause dann ähnlich für dich oder ist das zu sehr? Na, in der Winterpause weiß man ja schon, dass nicht mehr alles möglich ist meistens. Aber ja, ich teile das Gefühl. Du hast Apfelessig auf deinem T-Shirt. Vor allem in der Nase auch. Ja, ich teile das Gefühl, dass man mit jedem Neuzugang sich wieder denkt, ah ja, stimmt, das passt, das ist eine gute Idee. Ja. Der da ferner Mensch, der sie den gekriegt hat. Ja. Und nur für 1 Million. Was war jetzt der Folgentitel? Da habe ich nicht aufgepasst oder ich habe ihn wieder vergessen. Das nie was anders. Es wird nie mehr so schön oder irgendwas. Es wird nie irgendwas wieder gut. Ja, aber jetzt gerade hatten wir doch noch einen neuen Folgentitel, dachte ich, den habe ich mir. Das stimmt. Naja, das kann man ja nachhören. Ja, nee, auf keinen Fall. Wobei ich kann ja. Naja, wurscht. Kann ja? Ja. So, hast sonst du noch jetzt, was? Hast du jetzt dein Getränk leer? Erst dann hören wir auf. Du musst es austrinken, dann hören wir auf. Gott. Challenges im Podcast. Aber? Unsere Wette haben wir nicht auflösen können, weil keiner von uns nachgehört hat, ob du jetzt gesagt hast, dass sie weich 100% fallen. 100% der Uli. 100% du. 100% der Uli. Naja, zur neuen Saison gibt es dann die Kiste Bier. Von wem auch immer. Welche Folge war das? Aber wenn ich jetzt das ganz langsam austrinke, war das auch ein Quatsch, ne? So, jetzt glaube ich langt. 12 Uhr, das ist eine gute Zeit, um Schluss zu machen. Alles klar. Achso, dann trinke ich jetzt aus einfach. Danke. Danke. Schön war es mit euch. Bis. Bleibt uns gewogen. Demnächst. Und folgt uns auf Facebook, Instagram, X und Blue Sky, um zu erfahren, wann wir vielleicht im Sommer live auftreten. Oder vielleicht ja schon in ein paar Tagen. Vielleicht wieder. Am Strand oder am Flughafen. Tschüssle. Ciao. Tschüss. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.